Happy Tuesday, liebe Atlanta Falcons Germany Community, hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, auf Twitter und auf unserer Facebook-Seite. Ich begrüße auch alle anderen Football-Fans, die uns jetzt zugeschaltet sind und vielleicht auch gerne mitdiskutieren möchten. Wir sind heute insgesamt zu sechs. Alessandro ist mein Name und ich darf hier so ein bisschen an den Reglern drehen und ich stelle jetzt noch die anderen weiteren fünf vor. Das ist neben mir der Kevin aus Kiel. Schön, dass du dabei bist, Kiel. Kiel sei schon Kevin. Sorry. Genau. Moin, Leute. Es geht gut los. Ist ein bisschen warm hier. Dominik aus Wolfsburg. Schön, dass du auch dabei bist. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ah, da gibt es einen Italien-Bezug, verstehe. Nico, aka DJ Noise aus Epe. Schön auch, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Großartig. Silke aus Hamburg ist wieder mit dabei, in der Mitte bei uns. Hi Silke. Hi, hallo liebe Liebenden. Liebe Liebenden, okay. Micha ist auch mal wieder mit dabei aus Münster. Schön, Micha, dass du mit dabei bist. Ja, Tag in die Runde mal wieder. Tag in die Runde mal wieder. Großartig. Also, wir reden heute, und ich stelle ganz kurz das Programm quasi vor, damit auch jeder, der jetzt einschaltet, weiß, um was es heute geht. Wir wollen ganz kurz einen Recap machen oder so eine Art Reaction jetzt von euch auf die letzte Folge am Freitag über den Tellerrand Cleveland Browns. Sage und schreibe 3 Stunden habe ich mit dem Jan Schubert von der NFL-Gründung bis, ja, heute quasi die Browns auseinandergenommen. Dazu würde ich ganz gerne von euch gleich mal so eine Art Reaktion haben oder mal horchen, was ihr da so quasi gehört habt, was vielleicht auch neu war für euch. Ja, wir reden über die NFL-News, etwas nicht so Schönes mit Barkevius Mingo. Wir nehmen die NFC South natürlich wieder uns vor und werden uns auf ein Interview stürzen von unserem General Manager Terry Fontenot, der zu Gast bei Robert Mays in der The Athletic Football Show war. Ging ungefähr eine Dreiviertelstunde, sehr viele spannende Geschichten. Ja, wir haben so 8, 9 Punkte raus extrahiert, die wollen wir kurz mal absprechen mit euch. Es geht ein bisschen um Gerüchte eines Receivers der Patriots. Ja, und dann haben wir einen Outside Linebacker Rookie, Adi, wir nennen ihn nur noch Adi, Ogundeji. Den wird uns nachher der Dominik kurz vorstellen. Und zum Schluss haben wir noch die Ask Us Anything Rubrik mit den Fragen aus der Community. So wird es aussehen gleich. Und bevor wir uns in den Recap stürzen, einen persönlichen Dank von meiner Seite. Und zwar will ich es mal in die Kamera halten, beziehungsweise einmal zeigen hier im Hintergrund diese Flagge. Die ist nämlich neu und die habe ich nämlich bekommen, ganz überraschend am Montag, mit einem solchen, ich nenne es mal Zertifikat, von den Jungs und Mädels aus der Truppe, ja, mit einer kleinen Danksagung für die Unterstützung quasi hier in der ganzen YouTube- und Live-Talk-Geschichte. Und ich will wirklich einen riesen Dank geben, weil das hat mich echt gerührt. Ja, ich habe es geschrieben bei uns auf dem Discord. Besser als jeder Super Bowl, den die Falcons gewinnen könnten, ist dieses Bild hier von euch. Hat mich wirklich sehr gerührt. Für die Familie quasi, für die Falcons, ja, super, super gerne. Und ihr wisst auch, dass es ohne euch im Endeffekt nicht funktionieren würde. Deswegen, ja, für die Atlanta Falcons Germany, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist echt super geil, wird nachher auf den Schrank kommen. Ich wollte es bloß mal zeigen jetzt, damit das Ganze zu sehen ist. So viel dazu. Gehen wir gleich in den Recap. Und zwar hatten wir letzten Freitag die die Cleveland Browns mit über den Tellerrand dabei. Ja, hier auch nochmal auf unserer Seite unter Football is Family die ganzen Projekte zu finden, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja, könnt ihr da auch nochmal anklicken und das Video euch reinziehen. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, weil es nicht nur um die Browns an sich geht, was sehr, sehr spannend war, sondern auch so ein bisschen die NFL-Geschichte beleuchtet und kann ich echt jedem nur antun, auch als Podcast das Ganze gerne mal sich anzuhören. Aber jetzt gerne von euch und wir fangen mal mit Micha an. Mit Micha sage ich schon, Entschuldigung, mit Kevin. Was ist los mit mir heute, ja? Kevin fängt immer an, ja. Dann ist Kevin, sag mal, hast du warst, glaube ich, die ganzen 3 Stunden mit drin im Talk, oder? Ja, ich war. Du hast es ausgehalten. 3 Stunden, ich bin noch nicht eingeschlafen oder so. Ja. war super geil. Also hat auch richtig Spaß gemacht mit Jan. Ich war fasziniert auch davon, quasi halt, wie er zu den Browns gekommen ist. Also damals war es natürlich ein bisschen schwieriger, in
in West-Berlin überhaupt da ranzukommen an die Programme. Ja. Und ich hätte natürlich gerne nochmal die Zeitung gehabt von früher, was er gesagt hatte, die Stimmt. er noch aufbewahrt hat. Da hätte ich gerne nochmal ein Foto von Jan. Den Herald Tribune, glaube ich, war das, war? Ja, ich glaube, ja. den hat er gehabt, ja. Und natürlich auch spannend, so seine Sicht zu sehen, wie die Browns quasi die Quarterbacks verbraten haben, bis sie jetzt, sag ich mal, auch endlich hoffentlich ihren gefunden haben mit Baker Mayfield. Ja. Das ist schon, also ich sag, wir müssen immer dankbar sein eigentlich, dass wir jemanden wie Matt Ryan haben oder selbst auch davor mit Michael Vick und Barkowski, dass man so Quarterbacks hat, die echt ewig lang für eine Franchise gespielt haben, weil an ja. Beispiel der Browns, da kann man auch mal sehen, dass auch mal losgehen kann, wenn man sich immer neue Quarterbacks wünscht. Und absolut. Ja, wie gesagt, also der Talk war richtig, wir haben super viel auch allgemein ein bisschen geschichtlich gelernt von der NFL, wie sie auch entstanden ist, wie die Browns quasi ja früher, was ja auch viele gar nicht wissen, die waren ja sehr, sehr erfolgreich. Absolut. Ne? Und als sie dann nach Baltimore umziehen mussten, das ist ja ein riesen, ja, was halt nicht wirklich Streit, aber so eine, ja, negatives Beispiel, sage ich mal, wie man dann eine andere Franchise wie die Ravens halt eben auffassen kann, jetzt aus der Sicht der Browns. Und ja. Aber wie gesagt, also auch wenn das wirklich 3 Stunden sind, aber ja, wenn jemand die 3 Stunden hat, auf jeden Fall reinziehen oder aufteilen auf 2-3 Tage, lohnt sich wirklich. Es ist sehr, sehr viel, was man auch mal lernen kann, was man selber gar nicht weiß. Und sehr, sehr spannend halt auch die Geschichten dazu zu hören. Absolut. Wir haben auch, und das kann ich schon ziemlich sicher festhalten, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich und ziemlich sicher, wie gesagt, diesen Freitag den nächsten über den Tellerrand-Talk. Und zwar wird es mit den Jungs von den Rams Germany e.V. Diesmal gehen. Und da nehmen wir uns diesmal die Los Angeles Rams vor. Von daher auch diesen Freitag kündige ich jetzt schon mal an. Gegen 17 Uhr wahrscheinlich werden wir den Tellerrand-Talk machen. Gibt es die nächste Portion Geschichte eines Teams, das, glaube ich, 36 gegründet wurde. Also da ist auch eine ganze Menge an Informationen, wo man reindiven kann. Aber das dann am Freitag. Dominik, du warst, glaube ich, auch eine ziemliche Weile dabei. Du musstest dann nachher abspringen. Aber erzähl mal. Ich war bis zum Ende dabei. Ah. Und ich kann nur noch mal sagen, wow. Also letzte Woche haben wir über unsere Backup-Teams gesprochen. Und für mich war immer so mein Backup-Team die Rams. Aber der Jan, der hat das so faszinierend erzählt über die Browns, mit so einer Leidenschaft, dass ich jetzt die neue Saison auf jeden Fall mal reinschauen werde öfter bei den Browns und mein Herz da lassen werde. Richtig toll fand ich die Geschichte auch mit dieser Videokassette für 400 Mark. Da muss man heutzutage ja fast in Demut verfallen, was man für den Game Pass zahlt und was man da für Möglichkeiten hat mit dem Game Pass. Ja. Absolut. Steht ja in gar keiner Relation. Und ich war so kurz davor, loszufahren nach Berlin, um ein Bierchen mit ihm zu trinken, weil ich fand ihn wirklich überragend sympathisch. Und das war so ein tolles Gespräch zwischen euch beiden, dass ich da gerne irgendwie zwischen euch gesessen hätte und einfach nur zugucken und zuhören. Süß. Es war ein wenig Amore, aber ganz, ganz toll und ganz, ganz klasse. Und man kann es immer nur wieder betonen, die über Tellerrand Folgen über den Tellerrand, das sind ganz, ganz tolle Episoden. Jedes Mal aufs Neue. Wir haben ja die Titans schon gemacht und mit den Riots, mit dem Martin damals. Ja, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, die Rams jetzt am Freitag, das werden wir auf jeden Fall weiter fortführen. Nico, du hast es dir reingezogen gestern Nachmittag. Wann war das? Zur Mittagszeit? Kollege, ich war Freitag live dabei. Ach, du warst sogar Freitag live dabei? Ja, natürlich. Entschuldigung, ich bin jetzt durcheinander gekommen. Du hast durchaus recht, ich habe es mir ein zweites Mal nochmal reingezogen. Aber okay. Erstmal ganz kurz, Dominik, was habt die Italiener eigentlich für eine komische Beziehung zu Liebe? Da komme ich nicht drauf klar. Ja, egal. Ja, ich habe es mir angehört, passiv tatsächlich, nicht angeguckt live. Es war sehr unterhaltsam, extrem lustig, humorvoll, sehr informativ. Ich finde, ihr beide habt da einen super guten Job gemacht, super viel erzählt, ich konnte viel lernen. Ich habe mich so noch nicht wirklich mit den Browns bis jetzt befasst oder beschäftigt. Interessante Feindsgeschichte auf jeden Fall, tolle Geschichte, die der Kollege, der Schubert-Jan, da erzählt hat. Ich war gebannt am Zuhören, nur leider muss ich eingestehen, ich habe halt die ganze Woche schon Frühschicht und so die Nachmittagsstunde am Freitag nutze ich ja manchmal ganz gerne, um mich ein bisschen auszuruhen. Und ab 1,5 Stunden bin ich dann doch leider weggenickt beim Zuhören.
Ich hatte auf Couch gelegen, war ganz gemütlich und als ich dann aufwachte, war auch schon vorbei. Deshalb sage ich, ich hab ein zweites Mal noch reingehört, um noch mehr Informationen abzugreifen. Auch diesmal bin ich eingeschlafen. Schöne Grüße. Dave-Syndrom. Schöne Grüße an Dave. An Dave, ja, schade, dass du nicht dabei bist heute, Dave, weil jetzt hättest Dave du austeilen können. Das geht ja wenigstens nur. Das geht nicht ein. Ihr habt einfach ihr beide habt eine so unfassbar knusprig schöne Stimme zum Einschlafen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber wirklich, okay. Saugeiler Talk über dem Tellerrand. Hat richtig viel Spaß gemacht zuzuhören. Viele neue Informationen, tolle Geschichten dabei gewesen. Wie so ein kleines Kneipengespräch. Ja, mehr davon. Mehr davon, definitiv. Silke, du bist nicht eingeschlafen? Ich bin nicht eingeschlafen, nein. Ich konnte es nicht komplett verfolgen, aber den größten Teil. Es war tatsächlich, fand ich, so ein bisschen, als würde man zwei Freunden zuhören. Also gar nicht so, als wenn ihr euch davor und vielleicht noch nicht so, also ihr kanntet euch ja sicherlich davor, aber ja. Wahrscheinlich nicht so intensiv, wie ihr dann euch jetzt nach dem Gespräch kennt. Aber es war wirklich so, als würde man so ein bisschen Maus spielen bei einem Gespräch, wo man eigentlich gar nicht da zuhören sollte, weil ihr euch einfach so entspannt miteinander unterhalten habt. Und ich bin ja jemand, der relativ frisch beim Football dabei ist. Also ich fand natürlich für mich am spannendsten zu hören, was man damals alles unternehmen musste, um irgendwie auch nur annähernd irgendwas in Richtung Football zu erhalten, was für einen Aufwand man betreiben muss, welche Beziehungen man haben musste. Also ne, wenn er da irgendwie nicht so ein bisschen im amerikanischen Sektor da seine Beziehung gehabt hätte, wer weiß, ob er dann jetzt überhaupt Football-Fan gewesen wäre. Das war natürlich mega spannend, so zu hören und ja, auch die ganze Geschichte so ein bisschen, dadurch, dass mich ja auch jetzt so ein bisschen mit den Ring of Honor und den quasi früheren Spielern auseinandersetze, setzt man sich ja grundsätzlich auch so mit geschichtlichen Themen auseinander, was die NFL angeht. Und da nochmal so ein bisschen mehr zu Input zu kriegen, ist natürlich mega spannend und mega cool, irgendwie das mitzuerleben sozusagen. Von daher, nein, auch ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn es jetzt vielleicht zu viele Komplimente langsam werden, aber war ein super Talk und ich persönlich freue mich auch wahnsinnig auf die Rams jetzt am Freitag. Genau, deswegen bin ich jetzt auch schon wieder gespannt, was als nächstes kommt. Was als nächstes kommt, ja, du sprichst es ja auch gerade an mit dem Ring of Honor, das war ja auch so ein bisschen die Idee, da so die alten, sage ich mal, Legenden aus den Falcons und damit bezogen auch auf die Geschichte zu hören, damit man eben auch so ein breites Bild auf die Franchise kriegt, ja, und über den Tellerrand, da ist ja, und Jan ist ja seit den 80er Jahren ja schon dabei, also besseren Zeitzeugen hätte man gar nicht kriegen können als ihn. Von daher super, super spannend. Micha, warst du zufällig mit dabei? Konntest du am Freitag mit reinhorchen? Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Nee, ich habe kurz zwischendurch mal 10 Minuten reingeschaut, aber komplett habe ich es mir noch nicht gegeben. Werde ich auf jeden Fall nachholen, weil du warst auf der Pressekonferenz, schreibt Mert. Ja, Micha sieht aus wie Arthur Smith auf der Pressekonferenz. Ja, die Podcaster können es nicht hören, aber es wirkt so ein bisschen. Er hat recht. Ja, du hast da schön die Logos hinten. Das sieht richtig, richtig schnieke aus. Ja, und die Hand zur Faust nicht verkehrt. Nein, Micha, du musst den Sprech von Arthur auch so ein bisschen nachmachen. Er hat so eine ganz spezielle Sprechweise, die finde ich richtig genial. Probier das mal einzustudieren, dann machst du den ersten Mühe. Ich finde die Pressekonferenzen eigentlich cool, aber der wirkt immer so ein bisschen mürrisch, finde ich. Das habe ich, glaube ich, nicht so drauf. Also. Kann man alles lernen. Ja. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, ich war am Freitag leider nur kurz eben zwischendurch dabei, werde es aber auf jeden Fall nachholen. Generell kann ich nur zu den bisherigen über den Tellerrand Folgen was sagen. Das ist einfach ein cooles Format. Bisher auch immer coole Leute da gewesen. Einfach guter Austausch. Ja, und wir machen unsere Falcons auch ein bisschen bekannter. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie in Deutschland noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Also ja. War ja auch so ein bisschen der Grund vor anderthalb Jahren, als wir deine Facebook-Gruppe ein bisschen angefangen haben, Alarm zu machen, dass man eben über, ich sag jetzt mal, den Tellerrand hinaus Falcons 28-3 eben auch was anderes sieht. Ja, es ist halt nicht nur 28-3, ja, sondern eben auch andere Sachen. Und deswegen gucken wir mal. Vielleicht kriegen ja die Leute ein bisschen anderes Bild von der Franchise und von uns. Und von daher werden wir da definitiv weitermachen. Auf alle Fälle. Ja, danke nochmal an der Stelle an Jan,
für die mega, mega lange Zeit. Wir gehen jetzt mal oder hüpfen jetzt mal in die NFL News und die sind leider nicht ganz so schön, aber wir müssen es einfach thematisieren, weil wir letztlich sowieso über Entlassungen in der Franchise sprechen oder sie zumindest ansprechen. Diese ist besonders delikat und ja eigentlich schon widerwärtig, ja, aber wir müssen es halt kurz mal ansprechen und hier zumindest für euch oder für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, benennen. Es geht um Barkevius Mingo. Interessanterweise in 13 auch der First-Round-Pick der Browns gewesen. Also da schließt sich gerade so ein bisschen der Kreis beziehungsweise der Übergang. Und zwar geht es um ein Vergehen. Ja, es wird betitelt als Unsittlichkeit gegenüber eines Kindes, das er 2019 begangen haben soll. Da war er damals bei den Seattle Seahawks unter Vertrag. Und die Geschichte trug sich dann am 10. Juli zu, dass er in Texas verhaftet wurde. Ja, er hat sich, glaube ich, auf Kaution freigekauft. Oh, korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch liege. Ich glaube, $25,000. Und dann ging die Maschinerie los und dann ging es eigentlich relativ schnell. Die Falcons haben sich Informationen geholt. Ja, es gab dann ein Statement unter anderem auch von Lucas Garcia, dem Anwalt von Mingo, zu der ganzen Geschichte, der alles als unwahr dargestellt hat. Falcoholic Mac von den Falcoholics schreibt dann hier auch in einem Tweet, was wir retweetet haben, lest euch bitte nicht die Details durch. Es ist wirklich alarmierend, ja, und absolut nicht schön. Ich werde da auch jetzt gar nicht drauf eingehen, die ihm da quasi vorgeworfen werden. Aber dann quasi nicht mal 24 Stunden später haben die Falcons dann Barkevius Mingo entlassen. Und soweit ich jetzt weiß, ist das ganze Thema jetzt ja in der Schwebe, beziehungsweise es ist jetzt nicht noch weiter rausgekommen. Also er ist jetzt entlassen und es gab jetzt nochmal ein Schießen des Anwalts gegenüber der Franchise. Das war's. Ja, aber wie der letzte Stand ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist der Outside Linebacker raus aus dem Team. Die Falcons haben sofort reagiert. Kevin? Ja. Richtige Entscheidung? Ja, nee, gar keine Frage. Also, dass man ihn dann quasi sofort entlassen hat, nachdem auch bekannt wurde, was er gemacht hat. Ich hatte mir das durchgelesen und ja, muss nicht. Also will ich auch nichts weiter zu sagen. Es ist nicht geil. Also macht, ja, kann ich nichts zu sagen, sonst reg ich mich drüber auf und will ich nicht. Und lass nicht so. Sag ich nichts zu. Also klar, man sollte, glaube ich, offiziell ja immer von der Unschuld von jemandem ausgehen, aber das Vergehen ist ja schon 2 Jahre her und die werden ja jetzt keine Anklage erheben, wenn da nicht so ein bisschen was dran wäre. Und dadurch, dass es sich ja auch um Spieler handelt, der eh nur einen Einjahresvertrag hat und jetzt nicht so, keine Ahnung, das Gesicht der Franchise ist, glaube ich, kann man da eigentlich nichts falsch machen, indem man ihn direkt entlässt, ehrlich gesagt. Also richtiger Schritt, definitiv. Ja, ich glaube, jede Franchise hätte wahrscheinlich genauso reagiert, ob Einjahresvertrag oder, ich sag jetzt mal, Veteran, Legende, wie, ohne jetzt einen Namen zu nennen, um ihn damit in Verruf zu bringen. Aber ich glaube, letztlich hätte man wahrscheinlich immer so reagieren müssen, oder? Wenn das so auf die Tagesordnung kommt. Ja, also man weiß ja nicht, um welches Alter sich das da handelt, ja, des Kindes. Ja, das ist ja auch in Amerika mit den Gesetzen alles so ein bisschen anders als bei uns, aber es geht um Kind und Falcons haben sich die Information geholt und die scheinen sehr stichhaltig gewesen zu sein, ja, dass sie halt sofort reagiert haben und fertig aus die Geschichte. Sija fragt, und vielleicht kann das Micha oder vielleicht einer von euch beantworten, ist Mingos Vertrag dann hinfällig? Ja, wie verhält sie sich das in so einer Situation dann mit dem Vertrag? Ja, er hat ja einen Signing-Bonus gehabt von, lasst mal nochmal gucken, 1,1 Millionen, ja, von den, hier hatten wir es getwittert gehabt, von den 1,25 Millionen waren 1,1 garantiert. Behält er die dann oder muss er die zurückgeben? Habt ihr da eine Ahnung? Ich glaube, ich habe gelesen, dass das zwar garantiertes Gehalt war, aber trotzdem noch gestaffelt war und ich meine, dass wir noch 915.000 zurückbekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie sich das dann verhält mit den möglicherweise sich anschließenden Verhandlungen, also Gerichtsverhandlungen. Aber in solchen Fällen, also ich habe das irgendwo gelesen, ist auf jeden Fall der Signing-Bonus nicht komplett garantiert. Also im Worst Case, wir haben glaube ich schon 175.000 an ihm bezahlt. Die sind auf jeden Fall weg, aber der Rest könnte noch wiederkommen, glaube ich. Aha. Okay. Ja, gibt's vergleichbare Fälle aus der Liga, wo man das vielleicht auch schon hatte und vielleicht vergleichen könnte? Weiß das jemand zufällig?
Also fällt mir jetzt als Frage dazu. Bei Michael Vick haben wir damals auch Geld wieder gekriegt. Ah. Meine ich, als sein Skandal war. Und aktuell ist das mit Frank Clark von den Chiefs relativ aktuell. Der wurde irgendwie, ich weiß nicht, ob er verhaftet wurde oder auf jeden Fall wurde er erwischt, als er, ich glaube, er hat eine halbautomatische Handfeuerwaffe bei sich gehabt. Illegal. Und da wurde auch gesagt, also dann kriegt er halt, also ich glaube, bis zu dem Tatbestand, sag ich mal, also irgendwie vor einer Woche oder so, ist das, kann man nichts dagegen machen. Dann kriegt er halt sein Geld, aber alles, was danach ist, selbst der Signing-Bonus, der noch anfallen würde, der wäre dann weg. Der wäre dann weg. Mhm, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich die Franchises da nicht absichern gegen solche Geschichten. Also. Ja, Alex Wurzer schreibt hier, schöne Grüße an Alex, der ist auch mal wieder mit dabei. Sehr schön, dass du dabei bist, Alex. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wussten die Falcons nichts von der Sache, bevor sie ihn verpflichteten? Fragezeichen. Werden da keine Checks vor der Verpflichtung gemacht? Kommt ja auch immer drauf an, wann es zur Anklage gebracht wird. Wenn die Opfer oder das Opfer sich zum Beispiel jetzt erst letzte Woche gemeldet hat bei der Polizei, oder halt vor einem Jahr, aber es war undercover von der Polizei, die haben da wahrscheinlich erstmal die Daten ausgewertet irgendwie intern, haben es nicht an die Öffentlichkeit gebracht und so lange kriegst du da auch nichts mit. Ja. Na, wenn es undercover war, okay. Also gehe ich mal von aus, dass sowas erstmal nicht öffentlich gemacht wird halt, ne, von der Polizei. Okay. Ich glaube, ich habe dazu auch gelesen, dass der Fall praktisch eröffnet wurde irgendwann Februar, März diesen Jahres erst. Auch wenn das Vergehen schon so lange her ist, aber irgendwann Anfang dieses Jahres wurde der Ankläger, sag ich mal, bei der Polizei vorstellig. Okay, und wann ist Mingo verpflichtet worden? Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Wird wahrscheinlich so drum gehen, irgendwie um den Zeitraum, aber selbst dann wird er ja auch nicht sofort Bescheid gewusst haben. Ich glaube, der Anwalt hat auch geschrieben, sobald Mingo selbst von den Vorwürfen in Kenntnis gesetzt wurde, ist er nach Texas geflogen und hat sich gestellt praktisch. Also, Stimmt. Ja, da war was. Er hat sich auf jeden Fall freiwillig gestellt. Da war aber auf jeden Fall was. Ja, richtig. Ja, und er hat sich auch dann gleich freigekauft. Ich gucke gerade mal parallel auf Instagram, wann wir das Signing hatten von Mingo, aber ich finde es jetzt auf Anhieb nicht. Kann ich jetzt nicht finden. Ja, man könnte jetzt auch auf der Falcons Seite gucken, aber da habe ich festgestellt, da ist das Signing von Kyle Pitts auch noch nicht drauf. Ja, das haben die irgendwie vergessen. Ja. Also in dem Sinne muss ich sagen, dass unsere Social Media Arbeit, egal ob es jetzt unsere eigene App ist oder die Accounts auf Instagram und Twitter, nicht besonders gut ist. Also auch jetzt nach dem Regime Change. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgewurstelt, mal geguckt, welchen Accounts wir folgen. Ich mache ja gerade so eine schöne Liste, möchte ich von Sverdi machen. Wem kann man folgen, was interessant als Falcons-Fan, und da bietet sich natürlich an, wenn man schaut, ja, wem folgt der Kanal denn offiziell auf Twitter, auf Instagram und so, und da sind ganz viele ganz alte Kanäle dabei, die teilweise seit 8 Jahren nichts mehr gepostet haben und auch alte Spieler und ja, also Social-Media-Arbeit ist jetzt nicht so und ganz wichtig, Homepage-Verbesserungsvorschläge, so ist es nicht. Ganz wichtig, vor allen Dingen, sie folgen immer noch nicht Atlanta Falcons Germany. Und das finde ich ist der größte Eklat bei der Aber Sache. Aber folgen ein paar anderen kleinen Podcasts, habe ich gesehen. Das fand ich sehr interessant. Ja, ne? Ja. Ich muss mal raussuchen, welcher das war. Nein, die sind aktuell. DK Sports Talk, sagt euch das was? Die haben gerade mal wie 600 Abonnenten. Kann nichts heißen, ne? Aber muss ja nicht, meine ich. Finde ich verdammt interessant, dass die es irgendwie geschafft haben. Warum nicht wir auch, ne? Egal. Die UK Boys haben auf jeden Fall einen Follower von den Atlanta Falcons offiziell. Ja, Grüße an den Danny drüben, mit dem wir ja auch in Kontakt stehen, unsere Brüder und Schwestern aus England. Die haben auf jeden Fall schon Follower, die haben aber auch schon einige Größen in der Show gehabt, ja. Also Jamal Anderson, William McFadden, ja, die wie heißt sie von The Athletic, ich habe den Namen nicht. Joey McElhenney. Ja, genau. Die hatten sie auch mit drin. Also die haben schon richtig, richtig groß Alarm gemacht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie auch irgendwann mal bei uns in die Show. Fetten nicht jetzt auch irgendwie bei denen mit dabei? Oder ist er nicht irgendwie mit bei denen im Team jetzt irgendwo? Nee, der ist bei den Falcoholics jetzt. Ah, das war Falcoholics. Ach, ja, knapp vorbei. Der ist bei den Falcoholics. Wo ist Tamik eigentlich gelandet, wenn wir schon mal dabei sind? Also irgendwo im öffentlichen Sportbusiness, meine ich. Ja, irgend so eine. Aber ist da hört man noch nicht mehr viel von. Also ist nicht mehr viel, wa? Ja. Nee, das Letzte, was dieser gepostet hat zu unseren Falcons, war dieser heiß diskutierte Tweet, Retweet besser gesagt. Lacanfora oder wie er hieß. Ja, genau, hatten wir auch hier in der Sendung. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu unserem Linebacker, der jetzt so schwere Vorwürfe, Ex-Linebacker, der sich jetzt so schweren Vorwürfen entgegensieht.
Ich finde es schwierig, natürlich als Außenstehender zu beurteilen, weil man muss jetzt natürlich auch immer drüber nachdenken, so schlimm das dann auch war, was passiert ist. Ich habe mir ein bisschen mehr noch tatsächlich durchgelesen. So wahrscheinlich ist es auch in dieser Welt, dass es Neider gibt und die einem die Karriere zerstören wollen, um Geld abzugreifen. Hoffen wir, dass an diesen Vorwürfen nichts wahr ist. Wenn doch, möge er auf ewig verrotten. Im Gefängnis. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich kann solchen Menschen nichts anfangen. Andererseits, man soll nicht jeden sofort verurteilen, nur weil öffentlich was bekannt geworden ist. Ja, also die Reaktion von den Falcons finde ich absolut richtig. Bevor du dir einen Schandfleck auf deine Marke holst, in dem Sinne, stößt du frühzeitig davon ab. Um auch klare Kante zu zeigen, traurig dann allerdings, ja, wenn für solche Individuen das leider ein Tiefpunkt im Leben wird, was eigentlich ein unhaltbarer Vorwurf ist, der dann aber weiter im Raum steht. Wollte ich nur kurz angemerkt haben. Definitiv, das gibt es. Und das gibt es so auf in allen Fällen auch. Das muss man auch nicht auf den Sport beziehen. Das hat man schon hier und da auch parallel gehört. Wir wissen leider nicht mehr. Ja, die Falcons werden mit Sicherheit mehr Details haben, als zutage gekommen ist. Und haben reagiert und haben da eine klare Linie reingebracht. Ich glaube, das hat keine 24 Stunden gedauert. Da war das Thema vom Tisch. Und das ist auch erstmal okay so und richtig. Ja, und jetzt wird sich zeigen, was passiert. Und im Zweifel, ich weiß nicht, ob man dann so jemanden rehabilitiert oder was man dann macht, ob es da von Seiten von Franchises oder sowas gibt. Ich hab keine Ahnung, aber wir haben erstmal quasi aufgeklärt, ja, um zu zeigen, was da passiert ist. Nicht schön, ja, und jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Die Verhandlungen können jetzt nämlich auf jeden Fall ein bisschen dauern. Also ein halbes Jahr kann sich das auf jeden Fall hinziehen, oder? Was ich gelesen hatte, das ist, das willst du als Franchise auf jeden Fall nicht mit dabei haben. Gut, schließen wir dieses Thema ab und gehen in die NFC South News. Die Saints, die Bucks und die Panthers. Kevin, du darfst kurz was über die Saints sagen. Was gab's da Neues? Genau, nur auch wieder zwei Kleinigkeiten, sag ich mal. Die haben in den Kettle Street Chronicles, das ist ja wie dieses Pendant zum Falcoholic bei den Saints, darüber debattiert, wie Marshall Lattimore's Spiel nachgelassen hat seit seiner Rookie of the Year Saison und dass der gute Lattimore ja auch große Probleme mit Calvin Ridley hatte, das stimmt auch. Und sie auch deswegen nicht wissen, ob sie ihn weiterhin verlängern wollen oder nicht. Das steht auf jeden Fall, sie wissen es auf jeden Fall nicht. Dann ist der Cornerback natürlich noch dünner, als er jetzt schon ist, aber auf jeden Fall richtig zufrieden sind sie mit ihm nicht. Und das andere war ein Interview von Sean Payton. Ja, ich weiß nicht, die Seite habe ich gerade nicht im Kopf. Da hat er auf jeden Fall über Hill und Winston geredet. Und sagt, er ist sehr zuversichtlich, was seine beiden Quarterbacks angeht, was soll auch sonst sagen, sag ich mal. Aber gut. Er ist auf jeden Fall zuversichtlich und er wird Dinge anders machen als Fabrice, als er ihn noch hatte. Und er hat natürlich auch gesagt, es wird natürlich ein Luxus, den er hatte, dass er 15 Jahre mit einem Quarterback arbeiten konnte. Und da sage ich auch wieder, seien wir froh, dass wir Ryan haben. Ja. So lange. Das doch mal. Ne? Also, ja. Das ist so. Kleine Reprise für die, die es am Freitag nicht mitgekriegt haben. Die Browns hatten von 99, also als sie wieder gegründet wurden, 95 sind sie weg vom Fenster gewesen, quasi umgezogen nach Baltimore, sind aber quasi als Marke in Cleveland geblieben. Also sie sind nicht umgezogen, wie es andere Teams gemacht haben. Ja, die Rams, die Raiders oder wer auch immer. Und 99 wiedergekommen, seitdem über 30 Quarterbacks. Ja, wir haben in der ganzen Geschichte der Falcons von 66 19 Starting Quarterbacks gehabt. Ja, und das ist wirklich ein kleiner Unterschied. Haben wir auch im Talk besprochen, das ist nichts, was man vergleichen kann. Und können echt froh sein, dass wir so eine Konstanz mit Matt Ryan haben. Und in dem Interview mit Terry Fontenot und kommt das auch nochmal gleich raus. Das ist also wirklich ein ganz entscheidender Faktor auch gewesen. Interessant die Geschichte auch nochmal zu Ridley. Da gab es eine schöne Grafik auch nochmal, wie er performt hat letzte Saison mit und ohne Julio Jones. Ja, und das war auch nochmal dieses Thema zu Lattimore. Wird ihm nicht gefallen, dass jetzt Ridley quasi alleine da ist, also ohne Julio Jones, ja, weil er deutlich besser performt hat. Also ich glaube, wir haben einen Wide Receiver 1, den wir ins Rennen schicken können und dementsprechend ja können wir schöne Sachen erwarten. Mal gucken, was bei rumkommt. Die Buccaneers, Domenico. Wie mein Opa, der kann meinen Namen bis heute nicht. was soll ich sagen? In Tampa Bay war nichts los. Nicht mal Tom Brady hat einen Pups gelassen. Ich glaube, das Aufregendste war,
der Stanley Cup irgendwie, dass da in Tampa Bay noch gewonnen wurde, ist mir aber auch scheißegal irgendwie. Da finde ich Vorfall. Kevins Nachrichten viel schöner, dass Ridley Karrieren beendet. Also so. Ridley macht sie alle platt. Okay, ja. Also Tampa, tote Hose. Nico ist für Panthers zuständig. Haben wir da irgendwelche News? Ach, genauso wenig wie bei den Buccaneers, bis auf das Gil Brandt, Jeremy Chinn und Christian McCaffrey in den Top 50 Spielern der NFL in seiner Liste aufgeführt hat, die am vielseitigsten auf dem Spielfeld agieren können. Mhm. Das war es eigentlich. Ja, von Chinn werden wir, glaube ich, auch noch eine ganze Menge sehen bei den Panthers. Der hat richtig geil performt letztes Jahr und über McCaffrey müssen wir auch nicht reden. Wenn der gesund ist, wird der uns auch eine Menge Kopfzerbrechen machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, sonst jemand, Silke vielleicht oder Micha, noch irgendwas gehört von unseren Nachbarn, was wir jetzt noch nicht von uns gegeben haben? Irgendwas? Nein, nichts weiter. Okay. Wollen wir zu dem Interview springen? Und wir nennen das Ganze einfach mal Reaction Talk. Terry Fontenot war bei Robert Mays, der The Athletic Football Show quasi zu Gast und hat ein dreiviertelstündiges Interview gegeben. Wir haben also 7, 8 Punkte rausgehoben aus dem Interview und werden die einfach jetzt mal so kurz anreißen, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Terry Fontenot in bestimmten Situationen, warum und weshalb gehandelt hat. Wir kriegen natürlich in bestimmten Sachen nicht die Informationen, die wir gerne hätten. Es geht natürlich auch unter anderem um den Julio-Deal. Ja, aber einige von euch haben ja auch das Interview gehört, ja, beziehungsweise man konnte es ja auch sehen, glaube ich, aber zumindest als Podcast gehört. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend und will mal kurz so die ersten zwei, drei Punkte mal abreißen, dass wir uns dann darüber unterhalten können, die so am Anfang des Gesprächs gewesen sind. Da ging es also als Grobüberschrift, glaube ich, und das kann man so für dieses ganze Interview nehmen, ist Rebuilding really isn't in our vocabulary. Ja? Also es ging nie darum, wirklich zu rebuilden und das ist absolut nicht in unserem Vokabular, dieses Wort. Es gab ja immer wieder vor dem Draft und vor den ganzen, als Terry gekommen ist und so weiter, wir werden rebuilden, wir müssen tanken, wir müssen das, wir müssen jenes machen. Ja, damit hat Terry Fontenot auch nochmal in diesem Interview quasi aufgeräumt. Ja, und ganz spannend zu sehen, wie gesagt, auch mit Arthur Smith in der Beziehung, wie er bestimmte Sachen dort halt gesehen hat. Die erste kurze Geschichte ging ein bisschen um New Orleans, war, welchen Weg er eingeschlagen hat, um dann letztlich General Manager zu werden. Er ist ja vom Pro-Scout zum General Manager geworden. Das war für ihn also wirklich die beste Option, viel übers College mitzukriegen, dort den Blick zu bekommen für diese ganzen Feinheiten im Endeffekt. Deswegen, das hat ihm sehr, sehr viel geholfen. Letztlich aber geht es darum, oder das war so die Kernaussage der zweiten großen Frage, Beziehungen, ja, dann bei den Falcons zu jedem Einzelnen in der Franchise zu bekommen. Denn er hat, und so hat er es dargelegt, sehr, sehr gute Personalien vorgefunden, ja, im Staff und so weiter. Aber wir wissen es, und wir haben es ja hier auch schon angesprochen, mindestens 40, 50 der Staff-Mitglieder, ich glaube fast alle eigentlich, ja, komplett ausgewechselt. Er hat es natürlich ein bisschen schöner umschrieben, ja, wir haben sehr gute Personalien vorgefunden, ich habe sie aber mit sehr gutem Staff ersetzt, die letztlich die Besten sind. Und das hat er dann nochmal quasi on top gesetzt. Das war also seine Idee dazu. Er hat dann auch zwei Staff-Mitglieder genannt, wo er gemerkt hatte, dass sie eben diese Klickmomente bestanden haben, dass sie eben in der Vorbereitung oder im Interview eben diese Besessenheit auch hatten. Und das ist das, was ihm halt so übermäßig gefallen hat. Also die Relation zu den Einzelnen aufbauen und zu sehen, wie sehr leben sie eigentlich oder brennen sie halt für diese ganze Geschichte. Und für die Teambildung an sich der Coaches und überhaupt der ganzen Franchise ist für ihn ganz, ganz entscheidend, dass er eben die Diversität aufbaut, dass er halt von verschiedenen Teams die Coaches und die Staff-Mitglieder kriegt, dass man verschiedene Sichtweisen bekommt. Und als zweites, und das sieht er in Arthur Smith auch sehr, sehr stark, ja, nicht nur seine Intelligenz, sondern dass er eben sein Ego so nach hinten stellt, ja, sein Ego droppt, wie es so schön heißt, ja, und sich von jedem wirklich alles anhört, ohne jetzt
die klassische L'état c'est moi, ich bin hier der absolute Obermacker und ohne mich funktioniert's nicht. Ja, sondern im Gegenteil, ja. Ego wird nach hinten gestellt. Ja, ich würde es fast mit flachen Hierarchien so ein bisschen darlegen, aber letztlich so, dass alle was dazu sagen können. Wir wollen keine Ja-Sager, das hat Terry Fontenot ja auch schon einige Male gesagt. Ja, und dementsprechend ist das quasi sein Ziel oder sein Maßstab, nach dem er geht. Ja, er wurde gefragt, was er an erstes gedacht hat, das zu tun ist, wenn er die Falcons übernimmt. Ja, und da war für ihn ganz wichtig, dass er eben in die Franchise kommt und erstmal Details bekommt. Ja, weil er meinte, es ist super einfach von außen, ja, zu sagen, ey, ihr müsst jetzt den Rebuild machen oder ihr müsst jetzt irgendwie das machen oder jenes machen. Aber wenn du erstmal in der Franchise drin bist, und er hat natürlich leider keine Details genannt, dann kriegst du Sachen einfach aus einem anderen Blickwinkel. Und das war das Erste, was er machen musste, um quasi mit jedem sich zu connecten, um rauszukriegen, was Phase ist. Und in dem Zuge kam die Überschrift, die wir ja schon genannt hatten, ja, Rebuild really isn't in our vocabulary, ja, weil für ihn und Arthur Smith ist ganz klar die Devise, du kannst an jedem Sonntag kannst du Spiele gewinnen, ja, auch wenn schwere Entscheidungen zu treffen waren, ja, aber wir sind definitiv nicht im Rebuild-Mode, sondern wollen quasi Spiele gewinnen, ja. Diese ersten drei Punkte, wenn man die so hört, ja, wir fangen mal bei Micha hinten an, ja, wenn man die so hört, was kann man damit anfangen, ja? Ist das so okay? Ist das Blabla allgemein oder sieht man da eine andere Linie als vielleicht zu anderen General Manager, die wir vorher hatten oder von anderen Teams kennt? Ich finde generell, muss ich sagen, oder haben wir ja auch schon oft thematisiert, macht er bisher einen verdammt guten Job. Ich meine, andere Leute sind ein wenig pikiert, weil ihre Draft-Vorstellungen nicht erfüllt wurden und werfen ihm vor, er hätte keinen Plan. Wir sagen es eigentlich schon seit Anbeginn, weil auch Terry das von Anfang an gesagt hat, wir picken Best Player Available, wir bauen das Team vielleicht über einen etwas längeren Zeitraum mit Talent auf. Und ja, zum Personal, was er geholt hat, also auf jeden Fall der von Washington kam, der Kyle Smith, glaube ich, ja, der ja, jetzt ja. Riesen oder ein Vice President of Player Personnel bei uns ist. Hm. Ein überragender Scout, hat in Washington, ja, also die D-Line sucht, glaube ich, in der Liga ihresgleichen, aber auch Terry McLaurin damals, ich glaube, in der dritten Runde oder so, ein überragender Wide Receiver. Super Arbeit gemacht. Der Cap-Guy wird ja wahrscheinlich nur die zweite Wahl gewesen sein, weil wir uns ja um den Saints-Typen auch bemüht haben. Aber ich bin da ehrlich gesagt ziemlich zuversichtlich. Also natürlich werden wir die Altlasten jetzt erstmal abarbeiten müssen, aber wir sind ja auch keine Franchise, die jetzt irgendwie Schnellschuss nach einem Jahr, falls wir keinen Erfolg haben sollten, da die Flinte ins Korn wirft. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, ja, Kyle Smith war genau der so besessen ist, der ihn nachts anruft, ja, um 23 Uhr und Sachen noch mit ihm durchspricht. Ja, und das ist das, was ihm so imponiert hat. Von daher war das auf jeden Fall ein guter Griff mit Kyle Smith, definitiv. Dominik oder Kevin, hattet ihr euch gemeldet? Ich habe es gerade nicht genau gesehen, zufällig? Mm-mm. Nein, nicht weiter. Ja, also ja, Silke, Entschuldigung. Also das, was er sagt, macht, finde ich, total viel Sinn. Ich glaube eigentlich, dass man immer so rangehen sollte, also dass man nie eine Franchise erstmal als neuer General Manager von außen betrachtet und schon Entscheidungen trifft, sondern dass man sich eigentlich immer erstmal mit allem auseinandersetzen sollte und eigentlich nicht nur bei seinem Job, sondern eigentlich bei allen Jobs, die man macht, erstmal quasi tief ins Metier eintauchen sollte, bevor man da irgendwie Entscheidungen trifft, die man dann vielleicht hinterher bereut. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht immer so gemacht wird. Und ich bin halt durchaus sehr froh, dass Terry da die entsprechende Einstellung hat, da sich zum Beispiel auch intensiv mit Arthur Smith auszutauschen, was ich halt auch sehr spannend an dem Interview fand, dass, ich meine, theoretisch könnte auch sagen, okay, ich setze hier geile Stuff vor die Nase und du bist halt der Trainer und mach das Beste draus. Aber er hat ja mehrfach auch betont, dass das eine Zusammenarbeit ist und dass die halt auch zusammen Entscheidungen getroffen haben. Und ich glaube, auch nur so kann es funktionieren. Und auch gerade, was ihm ja wichtig war, dass
quasi die Chemie stimmt und dass quasi das Team sozusagen am besten zusammenarbeitet, wenn alle irgendwie an einem Strang ziehen. Wissen auch viele, heißt noch lange nicht, dass es wirklich tatsächlich so realisiert wird. Von daher, nein, fand ich das super, dass er das so betont hat, dass sie halt auch Leute suchen, klar, die irgendwie die Besten auf ihrer Position sind, aber die halt irgendwie auch von ihrer Attitude ins Team passen. Mhm. Und egal, ob sie jetzt auf dem Feld ist oder quasi als Staff dahinter. Von daher, nein, das war das, was mich so ein bisschen positiv gestimmt hat, sage ich mal. Auch wenn, klar, wird es jetzt nicht sofort irgendwie 5 Siege mehr oder 20 Siege oder 10 Siege mehr. Dann wären wir Super Bowl. Aber ja, schon Siege mehr, ne? Aber das ist ja das, was du auch gesagt hast. Das soll was aufgebaut werden und das dauert halt manchmal 1-2 Tage, 1-2 Jahre mehr. Aber dann hat man vielleicht auch was, was für länger Bestand hat und was halt nicht nur eine Saison ist. Und wir haben es ja beim Tellerrand gemerkt, wenn man da irgendwie einfach mal so ein paar Spieler reintroppt sozusagen und dann funktioniert es nicht und die wieder abschießt, das klappt halt einfach nicht. Von daher, nein, da Konsistenz reinzubringen und Beständigkeit reinzubringen, ist, glaube ich, der richtige Weg, den er da geht. Und deswegen hoffe ich, dass er damit tatsächlich richtig liegt und bin da sehr optimistisch. Ja, er hat es in dem Interview auch gesagt, Partnerschaft, ja, so hat er es auch genannt mit Arthur. Ja, dass es halt wirklich eine richtig enge Partnerschaft ist. Nico will wahrscheinlich da genau drauf eingehen, könnte ich mir vorstellen oder auch nicht. Sag mal, Nico. Nee, grundsätzlich zu den 3 Punkten einfach. Hm. Ja, ganz kurz und knapp, sein Werdegang ist extrem interessant und sehr fundiert, finde ich gut. Er hat viele verschiedene Perspektiven schon gesehen. Er bringt als Außenstehender die Sicht des Außenstehenden natürlich mit und hat sich auch sehr gut reingefuchst in unsere Mannschaft. Gott, wird er flach. Seine Zusammenarbeit mit Arthur Smith gefiel mir von Anfang an irgendwie sehr gut. Und auch dort ist er für mich sehr vertrauenserweckend. Und was ich vor allen Dingen sehr schätze, ist, dass er irgendwo doch einen Umbruch vollzogen hat, obwohl er den Umbruch vermieden hat. Also er hat den Umbruch im Team mehr oder weniger vermieden. Dieses Neustart, was von vielen gefordert wurde, dafür hat er diesen im Coaching-Staff und im gesamten Verein eigentlich durchgesetzt, dass er da so viel ausgetauscht hat. Irgendwo auch ein wichtiger Neustart, wenn man auch an unsere Fitness denkt in den letzten Jahren und an die Gesundheit einiger Spieler. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich finde es respektabel und ich glaube, das kann ich nachher noch mal das gesamte Interview ummünzen, dass er und Arthur sich zusammengetan haben, beide die Sichtweise hatten, okay, wir wollen jetzt hier uns kein Team von null aufbauen, was bestimmt irgendwo einfacher wäre, in Anführungsstrichen einfacher wäre. Wir nehmen die Situation so, wie sie jetzt ist und machen daraus das Beste. Aber sage ich nachher gerne mal abschließend was zu. Ja, es scheint wirklich ein Plan dahinter zu sein und eben nicht dieses Willkürliche, was man glaubt. Das finde ich voll geil. Das finde ich richtig stark, dass die sich das so angenommen haben einfach. Definitiv. Auch mit Matt Ryans Vertrag und sowas alles, ne? Entschuldige jetzt. Ja, nee, alles gut. Das ist ja der nächste Punkt, der dann weiterging mit der Causa Julio Jones im Endeffekt, wo er dann gefragt wurde, was war der erste Grund, über einen Trade von Julio Jones nachzudenken? Und da hat er das ja nochmal wiederholt und nochmal unterstrichen, in die Franchise zu kommen, die Details zu hören. Ja, wir haben das ja in dem Bericht bei uns auf der Seite auch umschrieben, dass der Knackpunkt war ja wahrscheinlich die Offseason 19-20, 2020, wo es ja so gekracht hat und wo ja jetzt ja auch die Details rausgekommen sind, dass es eben so schief lief oder so zehrend war in den Verhandlungen mit Arthur Blank. Und ich glaube, mit diesen ganzen Informationen, die sie definitiv vorher schon gekriegt haben, Arthur Smith Manager zum Beispiel, ist der gleiche wie von Julio Jones. Da wird auf jeden Fall was bekannt gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Hat er gesagt, dass es eben für die Fans hart ist, dass es für ihn persönlich auch hart ist. Aber das ist halt das Entscheidende immer im Sinne für die Organisation. Ja, Robert Mays ist dann nochmal eingestiegen und so, sag doch noch mal ein bisschen was zu den Geschichten. Er meinte, nee, es ging immer um die beste Zukunft für die Franchise, und kann keine weiteren Details sagen. Ja, da hat er sich natürlich sehr bedeckt gehalten. Wer da noch mal einsteigen möchte bei uns auf der Seite, Causa Julio Jones, ein bisschen runterscrollen, findet den Artikel, kann er sich noch mal einlesen. Und ging dann um Kyle Pitts, warum wir den quasi an Nummer 3 oder Terry Fontenot quasi letztlich an Nummer 4, genommen wurde und nicht ein Quarterback. Ja, und da hat er auch ganz klar gesagt, ich habe mich viel um die Quarterbacks gekümmert, ich habe viel Recherche betrieben. Ja, er war ja auch bei
T-Law, ja, Trevor Lawrence, so, gut, so kommt der Eselsbrücke, damit ich nicht Lawrence Taylor sage jedes Mal, und hat sich die anderen auch alle angeschaut, hatte also viel zu tun und es war ein sehr besonderes Jahr, weil an 1, 2 und 3 plus zwei weiteren Quarterbacks in der ersten Runde hatte man das letzte Mal, weiß es jemand von denen, die es nicht gehört haben, ihr wird es wahrscheinlich die anderen wissen, ja, 1999 diese Situation, ja, dass also an 1, 2 und 3 Quarterbacks weggegangen sind. Damals Tim Couch zu den Browns, ja, war der erste Quarterback von den Browns, ja, Donovan McNabb, die haben hochgetradet, ja, Achilles Smith von den Bengals, Dante Culpepper zu den Vikings, auch noch ein Name, den man kennt, und Kate McNown zu den Bears, der war mir jetzt nicht mehr ganz so geläufig, ja, und auch da sagt er, wenn du einen Quarterback hochnimmst, heißt es nicht unbedingt, dass du erfolgreich bist. Ja, beste Quarterback-Class aller Zeiten, oder? Ja, naja, war wohl schon, so schlecht war sie anscheinend nicht, ist ja so unser kleiner Running-Gag, ja, aber er hat ganz klar gesagt, du bist nicht unbedingt erfolgreich, wenn du jetzt hoch einen Quarterback nimmst, ja, für ihn war ganz klar die Einstellung Best Player Available und das war Kyle Pitts an der Stelle, ja, waren mit Justin Fields anscheinend nicht zufrieden. Und er hat gesagt weiter, wir haben einen super Quarterback mit Ryan, ja, in puncto Work Ethic, ja, und das, was er als Bestes aus der Situation oder sich selber rausholt, ja, wie er trainiert und wie er quasi auf dem Platz ist. Und ich meine, die Statistiken zeigen das auch, ja, er ist definitiv einer der besseren Quarterbacks, ja. Und dann auch nochmal klar unterstrichen, bei uns, wir brauchen keinen Quarterback, ja, und wir haben Best Player Available genommen. Punkt aus, ja. Und ich denke, da kann man dann auch wirklich mal einen Cut machen und sagen, alles klar, ja, wir weinen jetzt keinen Quarterback mehr hinterher, weil die Sache war völlig klar für Terry Fontenot. Ja, wir wollen in diese Richtung gehen. Nochmal dann gefragt, was so der ultimative Grund war noch dazu, ja, und dann war es drei Punkte. Skillset, ja, von diesem Einhorn, von diesem Unique Player, ja, er ist ein Worker und er ist ein Maker, ja, und die haben sich ganz oft mit ihm getroffen, ja, das hat er auch mitgekriegt, ja, und er hat gesagt, egal bei welchem Treffen er war, es gab immer ein gutes Gefühl dabei, spielt eine große, große Rolle, ja, und das erst mit seinen 20 Jahren. Also ganz klar pro Best Player Available und Kyle Pitts, ich denke, da kann man wirklich dann einfach einen Strich drunter machen und muss nicht mehr über Quarterback nachdenken. Oder gibt es doch jemanden, der einem Quarterback nachtrauert? Wir hatten ja Sascha auf jeden Fall, der es ja mal eine lange Zeit gemacht hat. Er ist heute nicht mit dabei, er kann leider nicht. Ja, schade. Aber für jemanden von euch jetzt ungewöhnlich, dass er das jetzt so angebracht hat? Oder Trauer? Doch. Micha? Doch. Oh, Micha, ja, ist traurig. Also auch in Social Media war ja, wurde das Zitat von Terry Fontenot, dass er sich tief mit den Quarterbacks beschäftigt hat, aufgefasst als wieder Kyle Pitts war gar nicht unsere erste Wahl. Da muss ich nochmal sagen, wenn du dich nicht mit den Leuten beschäftigst, dann machst du deinen Job schlecht, weil im so Draft, gerade wenn du an Position 4 bist, dann musst du dich mit jedem Spieler beschäftigen, der in dieser Range gehen könnte. Also für mich vollkommen klar, dass Kyle Pitts von Anfang an unser Plan A war, wirklich. Also, und ich verstehe okay. Da auch nicht, wie die Leute, die den Quarterbacks nachtauen, da jetzt immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen. Meinst du nicht, dass Trey Lance möglicherweise eine Option war? Weil ich habe heute gelesen, ich habe es leider vergessen, ich wollte es nochmal raussuchen, von wem, dass kurz der Verdacht bestand bei einem bekannten Spieler oder Reporter, ich weiß es nicht mehr genau, als San Francisco hochgetradet hat, dass sie für Kyle Pitts gehen. Ja, glaubst du nicht, dass vielleicht doch Trey Lance eine Möglichkeit war für die Falcons? Ich habe den absolut hoch bei mir auf dem Board gehabt und ich habe den ja auch deutlich vor Justin Fields gehabt. Aber auch da wieder, wenn man wirklich zu der Evaluation gekommen wäre, dass Trey Lance deutlich besser oder sagen wir mal genauso gut wäre wie Kyle Pitts, dann hätte man tatsächlich das Position Value betrachten müssen und dann hätten wir mit Sicherheit auch diesen einen, dann hätten wir uns nicht überspringen lassen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Diesen einen Spot wären wir dann hochgetradet, wenn wir Trey Lance als das nächste große Ding gesehen hätten. Was ich glaube, dass er werden kann. Aber Kyle Pitts stand für mich vielleicht mit Trevor Lawrence meiner Meinung nach sogar auf einer Ebene. Natürlich ist Trevor Lawrence Quarterback, aber vom Talent her ist unfassbar, der Typ. Unfassbar. Also, er hat noch keinen Snap gespielt, also er muss sich erst noch beweisen. Aber ganz kurz, ja, frisch heute, gestern eingetroffen, ja, nur dass ihr seht, ja. Also einmal für die Podcaster das Trikot mit der Asche. Wo wir gerade dabei sind, Alessandro, gibt's das, hast du das Vapor Limited oder?
Ist das nee, Limited gibt's leider noch nicht. Ich habe den Fehler gemacht und die bedruckte Klebevariante geholt. Werde ich nicht nochmal machen. Ich war ungeduldig. Ja, ich werde warten, bis es bestickt ist und richtig genäht ist. Ja, lieber ein paar Euro drauflegen. Es ist leider nicht so qualitativ hochwertig. Aber ich habe das auch zu Hause von Matt Ryan, nämlich einmal so und einmal jetzt mit bestickt von Matt Ryan. Und ich muss sagen, die Bestickten sind um so viele Level geiler einfach. Ist auf jeden Fall, es lohnt sich. Also lieber die 20, 30 Euro draufpacken oder was ist 40. Ja, der Druck, Leute, der Druck, der blättert ab. Ne? Also mein erstes Ryan-Trikot ist auch unser altes rotes. Ich habe es ein paar Mal beim Sport getragen, war es natürlich ein paar Mal in der Wäsche. Ich habe darauf geachtet, dass ich es umdrehe, aber trotzdem, es blättert alles total ab. Es sieht einfach nur fies aus. Macht's nicht. Entschuldige mich. Wir eröffnen demnächst einen neuen YouTube-Kanal waschenweise mit Nico aus Epe. gut. Was bleiben wir beim Thema, bitte. Was ich nochmal zum Thema, er hat sich die Quarterbacks angeguckt, was er ja in dem Interview auch ganz klar betont hat, ist, dass er sich natürlich auch die Sachen angeguckt hat, für den Fall, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte, dass man dann vielleicht in 2-3 Jahren sich so einen Quarterback aus der Klasse holen könnte. Und er hat deswegen jetzt schon mal mit den ganzen Quarterbacks auch gesprochen hat, um jetzt schon mal ein Gefühl für die zu bekommen. Weil nur weil man sie jetzt vielleicht nicht draftet, heißt es ja nicht, dass man sie nicht vielleicht irgendwie getradet bekommt in ein paar Jahren. Und das da zeigt sich auch mal wieder, wie strategisch er rangeht, dass er sagt, er hat jetzt schon die Gespräche mit denen allen geführt, für den Fall, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte, dass man dann vielleicht einen kriegen kann. Das hat er definitiv auch damals bei Trevor Lawrence gesagt, ich verwechsel den jedes Mal mit Lawrence Taylor, sorry. Und hat gesagt, also wenn das so nah dran ist und du eine Chance hast, ihn zu sehen, ja, du weißt eben nicht, was in 3, 4, 5 Jahren ist. Ja, das ist definitiv sein Plan und Micha hat es auch schon gesagt, wenn du dich nicht mit dem beschäftigst, machst du einfach deinen Job schlecht. Ja, also zu Hause sitzen und Däumchen drehen, ich glaube, da können wir von unserem GM ein bisschen mehr erwarten. Und Alex Wurzer hat auf jeden Fall auch das nochmal unterstrichen, Gibbel, da Micha komplett recht. Ja, Matze wird nichts, schmeißt hier noch eine Frage rein. Die Frage ist, was passiert wäre, wenn die 49ers dann wirklich Pits genommen hätten? Was meint ihr, wäre passiert? Dominik, Kevin, was glaubt ihr? Kevin? Vielleicht mein erhofftes Bietergefecht. Zurücktrade, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, je nachdem, wie hoch sie dann Trey Lance auf ihrem Board gehabt hätten, also hätten sie gesagt, Trey Lance ist dann nach Pits der beste Spieler für sie, dann hätten wir den vielleicht gehabt, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, hätten sie sogar noch genommen. Es gibt Meinst ja du? Auf... Es gibt ja auf YouTube, kam vor ein paar Wochen oder so, so ein kurzes Ding von den Falcons, ich glaube 5 oder 10 Minuten, über diesen Draft Day. Und da haben sie ja auch diskutiert gehabt über Trey Lance, bin ich der Meinung. Und da gab es, glaube ich, auch so eine Sequenz, wo sie meinten, seht ihr, 49ers haben jetzt wirklich Trey Lance genommen, aber haben sich dabei wirklich mega gefreut, dass sie Kyle Pitts gekriegt haben. Ja. Ne? So nach dem Motto, er ist richtig, wirklich noch frei. Ich glaube, wäre Kyle Pitts nicht gegangen zu uns, wären wir jetzt in der Lage wahrscheinlich mit Trey Lance. Also gehe ich mal von aus, dass man sich dann eben Best Player Available genommen hätte und dann wäre Trey Lance the man gewesen. Terry hat in der Tat, ich glaube, Arthur auf die Schulter geklopft oder so angebumpt und gesagt, ey, du hattest recht, dass 49ers sich Trey Lance holen. Das wollte ich jetzt auch ansprechen. Ja. Die hatten alle drei ersten Picks richtig getippt. Ne? Das hat man bei uns im Video rausgesehen. Definitiv. Und ich fand auch, die haben sich über Kyle Pitts mega gefreut in dem Moment. Die haben schon sofort gesagt, ja, es ist soweit, wir haben unseren Mann. Wir auch. Ich habe im Übrigen, ja, wer die Szene nochmal nachverfolgen will, ich habe bei YouTube nochmal, YouTube habe ich, naja, wir hören es leider nicht, ich habe einen Timestamp reingemacht. Also wenn ihr bei uns auf den YouTube-Kanal den 5 Stunden Live-Draft euch reinziehen wollt mit allen Reaktionen zu allen Spielern von uns, dann ist unten so ein Timestamp, da könnt ihr raufklicken, kriegt ihr genau die Reaktion zu Kyle Pitts. Ja, legendär. Ja, das wird noch in den Highlight-Videos von, keine Ahnung, was gezeigt werden in 100 Jahren. Ja, okay. So, spielen wir noch ein, wenn Kyle Pitts einen guten Move macht, würde ich sagen. Ne, dann ist immer ja, von uns allen. Ja, wir machen so einen Sound. Ich würde aber auch noch gerne ergänzend was dazu sagen, und zwar zu Diskussion Kyle Pitts oder ein Quarterback. Es gab ja auch das Interview mit Arthur Smith vor ein paar Wochen, wo dieser sich ganz stark für Matt Ryan geäußert hat und stark gemacht hat. Und ich denke auch, Terry Fontenot steht hinter Matt Ryan. Das war, wie gesagt, der Job, was Micha schon sagte, dass man sich die Quarterbacks anschaut. Ich glaube, die vertrauen auf den Quarterback immer noch zu 100% und haben auch davor auf ihn vertraut. Und ich bin ebenfalls der Meinung, dass die von vorne gesagt Pitts haben wollten. Matt Ryan war sicher. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen mir gerade von Fragezeichen gegeben hat, war,
die Äußerung von Terry Fontenot, dass Arthur Smith sich gerne zurückhalten, also sich gut zurückhalten kann. Ne? Das ist die Frage, was wäre gewesen, hätten die beiden nicht die gleiche Meinung vielleicht gehabt. Ach so, ach, das meinst du. Okay. Dass er sich zurücknehmen kann, so ruhig bleiben. Ne? Aber das zeigt mir dann auch in dem Moment, vielleicht war es gar nicht so, vielleicht wollten sie beide auch wirklich dann Pizza haben. Für mich ist das alles nur dummes Gerede. Für mich steht fest, Matt Ryan sollte von vornherein da bleiben. Kyle Pitts sollte kommen, wenn er da ist auf dem Board. Und vor allen Dingen wussten sie ja auch, dass Julio Jones geht. Also das wussten sie ja dann. Richtig, richtig. Ja. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir uns nicht mal einen Quarterback geholt hätten. Wir hätten uns einen Wide Receiver geholt. Weil es relativ gut feststand, dass Julio geht. Julio geht. Und da braucht man einen Spielmacher gerne. Die wollen ja jetzt mit dem Team arbeiten. Das stand ja auch von vornherein fest. Sonst hätten sie auch einen Rebuild gleich machen können, in dem Sinne, wenn sie einen Quarterback gewollt hätten. Nee, du hast nicht zugehört. Rebuilding really isn't in our vocabulary. Ja, also das war. Lass mich doch mal ausreden. Ja, das sagt doch, stand doch nicht zur Diskussion. So, deswegen haben sie sich keinen Quarterback geholt. Selbst wenn Pitts eher gegangen wäre, hätten die jemanden geholt, der dem Team sofort weiterhelfen kann. Der nicht erst 2 Jahre hinter oder ein Jahr noch hinter Ryan auf der Bank sitzt. Ja, gut, okay. Das sowieso. Da glaube ich, auch wenn man wieder Terry Fontenot zuhört, wenn der beste Spieler ein Quarterback gewesen wäre, dann wäre auch Trey Lance gekommen, wenn die das so evaluiert hätten. Ich glaube, BPA. Das wäre auch die falsche Herangehensweise, wenn du von vornherein in den Draft gehst. Ich meine, Matt Ryan ist nun mal nicht mehr 25, der ist jetzt 36 oder was. Und wenn du reingehst, ja, Matt Ryan ist auf jeden Fall unser Quarterback, dann hast du ja schon mal unter Umständen den besten Spieler, den du an 4 hättest bekommen können, ausgeschossen. Es ist dann halt nicht mehr die Herangehensweise von BPA, ne? Ja. Deswegen, ich sage ja immer, sonst hätten wir Ridley auch nicht. Sag ich mal, wenn man da das nicht gemacht hätte, hätten wir uns richtig geärgert. Obwohl man das damals auch skeptisch betrachtet hat, den Pick. Aber im Nachhinein alles richtig gemacht. Ne? Ich war auch sehr überrascht, dass wir Ridley genommen haben damals. Ich weiß nicht, was damals geunkt wurde. Ja, aber das hat mich sehr überrascht. Und vor allen Dingen wäre ja fast zu den Panthers auch gegangen, weil die haben auf jeden Fall auch einen Need of Receiver gehabt. Und da ist DJ Moore gegangen. Definitiv auch nicht verkehrt, aber ich glaube, Ridley macht zurzeit die bessere Performance. Er ist da Pre-Draft noch ganz schön gefallen, also kurz vorher. Der war, glaube ich, lange als Top-10-Receiver sogar im Gespräch. Und dann, Ridley? Ich weiß gar nicht, beim Combine irgendwie da nicht ganz so schnell gelaufen ist oder so. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und dann ist er halt gefallen. Aber ist nicht DJ Moore mit einer der Ersten gewesen, der Receiver? Nee. Der ist, glaube ich, vorher gegangen, ne? Ja. Der ist vorher gegangen, aber war er der erste Receiver, der gegangen ist, oder? Ja. Ja. DJ Moore, dann kam Hayden Hurst zu den Ravens. Den hätten wir eigentlich nehmen sollen. Also so wie ich das rausgekriegt habe, wollten wir den da damals schon haben. Und dann haben wir Ridley genommen. Ja, jetzt haben wir Ridley und Hurst. Ist doch auch geil. Ja, so kann es manchmal gehen. Ein Jahr noch, ne? So viel zu dem Thema. Man muss sich alle Spiele anschauen. Wer weiß, was in 2-3 Jahren ist. Da haben wir es. Ja. Sehr gut. Gehen wir noch die letzten 3-4 Punkte weiter. Geht noch mal ganz kurz um Kyle Pitts. Ja, Robert Mays hat dann gefragt, wie hat sich denn der ganze Staff damit identifiziert und gab es irgendwelche Concerns, also irgendwelche Gegensprüche dagegen, dass das jetzt irgendwie der Pick sein könnte. Also ich glaube, wir können uns sicher sein, Arthur Smith und Terry Fontenot waren sich einig. Ja, aber wie ist es mit dem Rest? Den musst du ja auch irgendwie mitziehen. Ja, und er meinte, der Spieler ist so einzigartig. Ja, die saßen wirklich am Whiteboard und haben schon fantasiert, was sie mit ihm alles spielen können. Ja, haben 1000 Sachen sind irgendwie durchgegangen und alle von den Coaches über die Staff-Mitglieder hatten leuchtende Augen, wenn sie jedes Mal irgendwie gesehen haben, ja, und dann sind wir da und dann machen wir das. Ja, also das muss ziemlich fett gewesen sein, sodass du als General Manager ziemlich glücklich darüber sein kannst, dass dann wirklich alle so mitziehen und du deinen ersten Pick im Grunde genommen mit so einer breiten Basis auffahren kannst und sagen kannst, ja, wir als gesamter Staff standen halt völlig komplett hinter Kyle Pitts. Ja, also ziemlich schön, das auch nochmal zu sehen, wie er quasi da auch noch mit alle reingeholt hat oder alle im Endeffekt da überzeugt gewesen sind. Und dann, das hatte, glaube ich, Silke auch schon gesagt oder schon angemerkt, wurde über seine Zeit bei den Saints gesprochen, was er denn da am meisten gelernt hat. Er war ja fast 20 Jahre quasi dort tätig. Ja, und er meinte, das, was er als erstes gelernt hatte, war halt zu gucken auf den Charakter und auf die Persönlichkeiten der Spieler. Silke hat es ja, wie gesagt, schon angekündigt gehabt. Die das Spiel lieben, die Analyse im Filmraum lieben quasi, die den ganzen Prozess gehen wollen, wo man sicher sein kann, dass es die smartesten und toughesten Spieler sind, und die halt für das ganze Leben oder besessen sind, in dem Sinne halt auch wie
Smith, den er geholt hatte von Washington, ja, weil dann ist die Chance am größten, dass du einfach erfolgreich bist. Und den Satz, ja, den haben wir auch auf Instagram hervorgehoben gestern, ja, du willst nämlich nicht unbedingt die besten 53, sondern du willst die richtigen 53, ja, fand ich auch sehr interessant, ja, man könnte jetzt denken, hey, wenn ich die besten habe, habe ich ja vielleicht die richtigen, ja, aber dann im Hinblick auf Charakter, ja, wie fühlt es sich an, also das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei Terry. Value. Okay, all diese ganzen Geschichten. Die stumpfe Axt, die immer wieder in die gleiche Stelle gehauen wird. Oder wie war das gerade, Michael? Was hat er was gemacht? Value. Ja, also das nochmal ganz, ganz wichtig, auch aus seiner Zeit aus New Orleans. Und dann hat er noch, waren noch zwei kurze Punkte, ja, dass er eben Arthur Smith ja geadelt hat, dass er eben kein Offensive Coordinator ist, der jetzt einen Head Coach spielt, sondern dass er eben ein Leader ist. Ja, definitiv ein Leader. Ja, und dieser Plattitüde, sage ich jetzt mal so ein bisschen, die hört man ja immer wieder, ja, dass Spieler halt unter Vertrag genommen werden, die immer die beste Version von sich selber sein wollen. Hört man ja immer mal wieder so diesen Standardsatz, also das kam da auch nochmal. Und zum Schluss ging es dann nochmal um Vergleiche. Ist Mike Davis, der Running Back, quasi geholt worden als mehr oder wenig Derrick Henry Ersatz? Und da hat auch Terry ganz klar gesagt, nein, Arthur Smith vergleicht keine Spieler quasi miteinander und schon gar nicht aus den Mannschaften heraus, weil sie jedes Mal halt in einer eigenen Situation vorzufinden sind und dementsprechend wird das definitiv nicht gemacht. Mike Davis wurde geholt, weil er Mike Davis ist, ja, und nicht, weil er irgendwie versucht, dort einen Vergleich mit Derrick Henry zu bekommen. So, unser altstündiges Prozedere mit Kevin einfach mal aus der Leitung geflogen. Ich darf dann hier mal Tetris spielen und die Leute wieder neu anordnen. Ja, danke Kevin dafür. Ja, dann sag doch mal gleich, Kevin, du warst jetzt kurz raus. Nein, Spaß. Dominik. Alles gut. Ist gemeint. Kurz eingeschlafen. Ja, sag doch kurz für dich, ja, wenn du das so hörst, auch mit den richtigen Spielern, ja, mit den Vergleichen, die nicht gemacht werden sollen, ja, so als Abschluss für dich, du hast das Interview auch gehört, alles in allem, Fazit? Wer? Dominik. Alles klar. Der wichtigste Satz ist für mich da wirklich den wir auch herausgehoben haben, dass man die richtigen Spieler will und nicht die besten, weil in dem Augenblick, wo du eine geile Chemie im Team hast, hast du automatisch die besten Spieler. Mhm. Es gab oft genug in verschiedenen Sportarten, in der ganzen Geschichte des Sports, Teams, die nicht immer die besten Spieler hatten, aber durch ihre Atmosphäre und Teamkameradschaft, ich könnte jetzt Italiener nehmen, aber machen ja, nicht. Die ganze Italiener da nehmen. Nein. Auch sogar mit zwei alten Säcken in der Abwehr. Auch mit denen. Wir schleppen alle mit durch, wie mit Matt Ryan. Ich wusste, dass du den bringst. In dem Augenblick, wenn du diese Kaderatmosphäre einfach da hast und wirklich der eine für den anderen mitarbeitet, besser geht's nicht. Deswegen ist es Teamsport und kein Einzelsport. Deswegen boxt keiner von denen oder macht Langstreckenlauf, auch wenn manch Footballer wie DK Metcalf es vielleicht versucht. Wie der Sprinter. Langlauf, Sprinter, mir ist scheißegal. Und deswegen mag ich auch, diese Herangehensweise von Terry Fontenot total. Und das feiere ich auch wirklich, weil letztendlich habe ich eben Matt Ryan lieber im Team als einen Antonio Brown. Und da stelle ich auch die Identifikation über den Erfolg, bin ich ganz ehrlich. Machen die Buccaneers hier anders? Ja. Das sind ja auch die Buccaneers. Richtig. Wir sind der Falcons Germany Kanal und nicht der Buccaneers Kanal. Darüber müssen sich die Buccaneers kümmern. Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen, definitiv. Ja, für die anderen abschließend, kurzes Statement. Ja, kurzes Statement. Dominik, du hättest einen Tag am See verbringen sollen, da würdest du nicht so viel fluchen. Ich bin so tief und entspannt, das kannst du ja echt glauben seit Sonntag. Also. Ja. So viel gefeiert. Wir fragen jetzt nicht, was Sonntag war. Zumindest kein Football. Na, das stimmt nicht. Ich glaube, Football wurde gespielt, oder? Wurde nicht Football gespielt? Naja, European League, Entschuldigung. Er zeigt, Dominik für die Podcaster, er zeigt auch sein Profilbild. Er hat irgendwie gefühlt 24 Bilderchen da irgendwie zusammengepappt und eine Italienfahne ist auch noch zu sehen. Ja, jetzt ist auch noch das Logo oben drüber. Ja, von daher,
Dominik ist anscheinend related zu den Italienern. Heute darf er ausnahmsweise die Italienfahne damit rein. Nächste Woche ist wieder weg. Mit reinbringen. Ja. So, schöne Grüße von Sascha. Morgen zusammen. Bremen heute nur via Stream dabei. Und ja, der Herr Brumer, sagt auch ein Moin und Hudert, unser Saints-Fan. Bin ich zu spät? Ja, eine Stunde, sechs Minuten. Ja, tut mir leid. Wir sind, haben schon angefangen. Wir konnten leider nicht auf dich warten heute. Wir sind immer dienstags um 17.30 Uhr. Ja, aber schön, dass du mit dabei bist. Die Saints-News haben wir leider auch schon durch. Aber du kannst im Real Life das gerne nochmal zurückspulen. Dann findest du es. Gut, ja, schönes Interview, wer es sich nochmal anhören will, 45 Minuten oder mit anderthalbfacher Geschwindigkeit kann man es ein bisschen schneller runterbrechen. Ja, dann, man muss ja gucken, ja. Also ich will nicht dabei einschlafen, so wie Nico, ja, bei unserem Tellerrand-Talk. Ja, deswegen höre ich es mir ein bisschen schneller an. Ja, kein Problem, Herr Brunner. Ja, brauchst dich nicht entschuldigen, alles gut. Wir haben ein Gerücht gehabt, beziehungsweise es gab eine News. Ich zeige sie mal ganz kurz auch nochmal ins Bild rein. Und zwar N'Keal Harry von den Patriots, ein ehemaliger First-Round-Wide-Receiver, hat um Freigabe gebeten. Und da gab es dann unter anderem die Gerüchte, ob die Atlanta Falcons damit einsteigen sollten. Und anscheinend ist auch Diskussion darüber gefallen. Kevin hat sich so ein bisschen bemüht, mal so ein bisschen Statistiken rauszuholen, wie gut er ist, wie gut er im College vor allen Dingen war. Und ob das eine Option ist, ja, brauchen wir einen wie Mr. Harry? Was meinst du? Also ich würde zu ihm nicht Nein sagen, wenn der Preis nicht allzu hoch ist. Also er hatte College Grades, die letzten zwei Jahre waren richtig gut von ihm, beides mal über 1000 Receiving Yards, über 83er PFF Grades gekriegt. Hm. Damit man das nochmal vergleichen kann, wir feiern alle so sehr Frank Darby, selbes College. Mhm. Aha. Und der hat zwei Grades von unter 60 gehabt in den Jahren, wo er gespielt hat, nur so. Damit man das mal. Er war auch jünger, oder? N'Keal Harry ist sogar noch jünger gewesen als Darby. Darby ist also noch älter. Ah, okay. Aber nur, wenn man es so mal vergleichen kann. Also N'Keal Harry war auf dem College eine absolute Granate. Der wurde ja nicht umsonst auch in der ersten Runde gepickt damals von den Patriots. Das war nach Hollywood Brown, der zweite Wide Receiver, 2019, der wegging. Hat er auch eigentlich bringt N'Keal Harry so alles mit, was man gerne will. Er hat ein super Yard per Route Run gehabt von 2,71. Das ist nur minimal unter dem, was DK Metcalf hatte bei Ole Miss. 4-5-3 Ford Yard Dash ist auch noch voll in Ordnung für seine Größe. Der ist ja fast 6'4", 2,30. Oh, okay. Also diese Julio Jones Maße, sage ich mal. Ah, ah. War gut, warum es jetzt bei den Patriots nicht geklappt hat oder allgemein vielleicht in der LNF nicht klappen wird, das ist ja alles Spekulation. Quarterback-Situation war auf jeden Fall nicht optimal, gerade letztes Jahr nicht. Er hat ja bis jetzt nur in den zwei Jahren 400 Receiving Yards, 4 Touchdowns aus 45 Receptions. Das ist natürlich sehr, sehr dürftig. 21 Spieler hat er gespielt. Ja, warum genau? Ich weiß nicht, ob er auch verletzt war zwischendurch oder ob die Patriots ihn einfach nicht wirklich eingesetzt haben. Wichtig wäre, wenn man ihn für einen späten Pick kriegen würde, er verbraucht dieses Jahr nur noch 1,4 Millionen und nächstes Jahr 1,87 Millionen. Das ist nicht viel für zwei Jahre für einen ehemaligen First-Rounder. Ich denke immer, wenn man unsere Receiver anguckt, so Ridley ist halt kein richtig bulliger Typ, Gage nicht, Zakir ist nicht, Darby ist der einzige, den wir haben, der wirklich mal ein bisschen stämmiger wirkt oder massiver, und N'Keal Harry nochmal so als Possession Wide Receiver, ich sag mal, vielleicht ähnlich wie Sanu damals, fand ich auch immer ganz gut. Ja, man muss auch nicht erwarten, dass, ich weiß nicht, was die Patriots von dem, was sie an Compensation jetzt kriegen wollen für ihn, aber anhand der Leistung kann da nicht viel bei rumkommen eigentlich. Auf der anderen Seite, Hayden Hurst haben auch noch einen Zweitrunden-Pick abgegeben für zwei Jahre Vertrag. Und das wäre auf jeden Fall zu viel. So, mehr als einen vierten würde ich auf jeden Fall nicht abgeben. Aber wenn man den für sowas kriegt, auf jeden Fall. Wide Receiver kann man nie genug gute haben, denke ich zumindest. Und für zwei Jahre Vertrag, man kann immer noch cutten, wenn es nicht läuft. Und ein Late-Round-Pick, sage ich immer, okay, ist Low-Risk, High-Reward. Kann zumindest sein. Also bei dem Salary, was du angesprochen hast, ist das ja schon fast musst du machen eigentlich. Weil er kannst ja nicht viel falsch machen. Nee. Und ganz ehrlich, ja gut, wer Cam Newton vor die Nase gesetzt kriegt, also kein Disrespect oder so, ne? Aber die letzten Jahre war er mit dem Arm ja auch nicht mehr der Bringer.
Und ich sage jetzt mal so, die Patriots standen jetzt auch nicht immer für ein Offensivfeuerwerk unter Bill Belichick, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er in unserer Offense mit dem besten Quarterback der Liga schon halt besser spielt und besser performt. Also ich finde, also so als Option, finde ich nicht schlecht, wenn der Preis nicht so hoch ist. Also man braucht jetzt ja nicht irgendwie so einen Second, Third Round oder so, das ist Quatsch. Ne? Das braucht man nicht, aber alles, was in die Late Rounds geht. Ich würde es versuchen, vor allem die 50 Option könnte man immer noch ziehen, wenn man will. Also angenommen, er spielt dieses Jahr gut, kann sagen, ey, komm, wir nehmen die 50 Option, zahlt dem dann 11 Millionen in 2 Jahren und ist ja egal, ist ja vieles möglich. Also warum nicht? Also Kevin, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich war sehr, sehr zwiegespalten, was das angeht, die Harry Story. Ich bin von dem überhaupt nicht begeistert an sich. Aber wie du jetzt die Zahlen wieder umher jonglierst und unter der Nadel wählst und 1 Million pro Jahr. Das kann der Kevin. Das kann der Kevin. Das kann der Kevin. Ja, würde ich nehmen, aber auch nicht viel mehr als ein 500. Mehr würde ich persönlich nicht geben wollen, muss ich ehrlich sagen. 4 geht nicht. Nur ja, zu unserem Julio haben sie gesagt, ja, 2 ist zu hoch. Ne? Haben sie für Julio Jones gesagt, 2 ist zu hoch. Da hätte ich auch ganz lieber gern einen ersten für gehabt, wenn die jetzt mehr als einen 4., 5. haben wollen, sage ich, ja, nee, ist zu hoch. Auch. Pech. Sollen sie abgeben dafür, reicht doch. Und ja, These ist gut, also Matt Ryan kann ihnen die Bälle besser liefern als Cam Newton. Definitiv. Könnte ein schöner Schlüssel mal für unsere Offense werden. Ist Cam Newton nicht auch wieder viel gelaufen in den letzten Jahren? Selber viel gelaufen? Ja, hat er nicht irgendwelche Hat er nicht die meisten Touchdowns gemacht, sogar für die Patriots? Irgendwas habe ich gelesen mal gehabt, dass er irgendwie besser performt als so mancher Running Back in NFL History. Also ich glaube, da hat er auf jeden Fall. Ich hab's nicht verfolgt, ehrlicherweise. Da müsste man vielleicht mal welche von den Patriots fragen. Gut. Nee, okay. Also, so viel zu Harry. Daumen eher hoch. Das wollte ich noch fragen. Weiß jemand, ob es andere Teams noch gibt, die in the mix sind? Sind da Gerüchte von den Gerüchten her? Hat das zufällig jemand mitgekriegt? Ja, bestimmt, aber ja. Namen zufällig? Da werden ja auch andere zum gleichen Schluss kommen wie Kevin, schätze ich mal, dass man so einen Mann durchaus noch haben kann im Team. Nicht jede Franchise hat einen Kevin. Ja, das stimmt. nicht jede Franchise, definitiv nicht. Marze, ist der Name Kevin jetzt ein Lob? Warum wollen die Patriots ihn denn loswerden, wenn es nur einen 4er oder 5er gibt? Hier. Hebroner sagt das auch nochmal. Herr Brumer, 49ers sind in the mix. Also die 49ers sind wohl mit dabei. Hier gönnt uns auch gar nichts. Und hier wird auch nochmal gesagt, Pets sind nicht unter Third Round wohl nicht verhandlungsbereit. Ja, dann lass es also, sein. Ja. Also wir sind Kevin approved ab 4. Runde. Okay, alles andere vergessen. Terry brauchst gar nicht anrufen. Für den Drittrunder kannst du dir selber einen Wide Receiver im nächsten Draft holen. Ja, das ist deutlich klar. Das geht sowieso immer. Das geht sowieso immer. Ja. Hier. Die 49ers Germany haben es erwähnt. Das müssten die Jungs Frank sein. Frank. Was schreibt noch Lukas? Pesi, die 49ers hatten Harry als Number One Receiver im Draft, wo er damals gedraftet wurde. Ja, er war ja auch, also es war ja auch die Draft Class, wo DJ Metcalf und so mit drin waren. Also nach den Zahlen, die ja Kevin gesagt hat, ist es kein Wunder, dass er damals so hoch im Draft gehandelt wurde. Aber wenn er bisher die Leistung nicht gebracht hat, ist halt die Frage, ne? Was heißt das jetzt? Gedraftet haben ihn noch die Patriots. Hieß es, dass die 49ers ihn eigentlich haben wollten vor den Pets? Das ist gemeint, oder? Okay, alles klar. Habe ich es jetzt richtig verstanden. Okay, danke Lukas und Herr Brumer für die Infos hier über die Kommentare. Großartig. Gucken wir jetzt einfach mal. Das sind die Gerüchte. Micha hebt den Finger. Ich befürchte etwas. Erzähl mal, Micha. Jo. Ich habe noch einen Termin, ich muss mich leider verabschieden. Genau, du kriegst noch mal Spotlight. Mach noch mal Winke-Winke in die Kamera. Ja, Micha muss noch duschen gehen. Micha muss noch duschen gehen, Haare frisieren und die Nägel feilen. Ja, er braucht noch ein bisschen Zeit. Nein, Spaß beiseite, war angekündigt, zumindest im Background. Danke, Micha, dass du dabei warst. Dann kick dich selber raus und hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüssi. Mach's gut. Ciao. Also, hier kommt nochmal die Erklärung. Meine Heimat ist das deutsche Dorf Herr Brumm. Habe ich es richtig gesagt? Also bin ich ein Hebrummer. Herr Brummer.
Bruma. Du sollst das Deutsch ausbrechen. Mann, ich bin Berliner. Ja, Berlin-Brumm, keine Ahnung. Für mich gibt es nur Berlin. Ja, okay. Ist Nico schon eingeschlafen und vom Stuhl gekippt, oder? Ja, Nico ist einfach gegangen, ohne sich zu melden. Es ist wirklich, ich kick den jetzt einfach mal aus dem Stream jetzt hier so, bis er wiederkommt. Ja, es ist ja, es muss einfach mal hier eine Strafe geben. So, es geht jetzt ins Falkoxikon. Dominik hat die Ehre, uns Adi, wie wir ihn ja jetzt nennen, Adi Ogudeji vorzustellen, Outside Linebacker, Rookie, gedraftet in der 5. Runde, wenn ich mich recht entsinne. Und ich werde parallel mal unsere Karte raussuchen und dann kannst du Dominik schon mal anfangen. Mhm. Disclaimer vorher, es kann sein, dass es ein bisschen zu euphorisch ist, der Bericht, weil ich gut drauf war gestern. Aber ich hab heute nochmal rüber gelesen und ich habe schon korrigiert. Ein bisschen wieder korrigiert. Genau. So, als erstes müssen wir ja alle anfangen und da würde ich jeden von euch mal bitten, es auch zu probieren. Ich habe den Namen aufgeschrieben, wie er ausgesprochen wird. Laut Experten, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber die haben das mit Lautbuchstaben mal ausgeschrieben. Viel Glück. Ja. Die Sache ist für uns Deutschen wahrscheinlich am ungewohntesten und schwersten. Die vorletzte Silbe mit dem an, nicht un. Und daraus ergibt sich, hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht, Edetag Anbo. So wird er ausgesprochen. Edetag Anbo. Der okay. Nächste bitte. Edetag Anbo. Ah, schon gar nicht schlecht. Edetag Anbo. Kann man das auch so schneller sagen? Quasi. Ja, ich hoffe es. Edetag Anbo. Adi, ja. Adi einfach. Adi, genau. Ich bin immer noch für Ogu, aber wir können auch Ogu. Adi oder Ogu. Ogu. Wir haben auch vorhin alle richtig gesagt, es wird Zeit, dass wir mal einfach einen Carsten verpflichten. Sollen die Amis sich auch mal ärgern. So, jetzt kommen wir zum Wichtigen. Ja. Wir haben ihn ja aus Notre Dame, den guten. NFL hat ihn einen Prospect Grade von 5,84 gegeben, ist momentan so auf Backup-Level ungefähr. Mhm. 6,4 Fuß groß, 620 Pfund schwer, obwohl das auch schwankt. Verschiedene Informationen. Ich habe auf 4 verschiedene Seiten geguckt, 4-mal verschieden das Gewicht gekriegt. Also irgendwas zwischen 260 und 268 wird da wiegen, der Gute. Ja, morgens und abends unterschiedlich. Ja, vor dem Toilettengang, nach dem Toilettengang. So, er hat eine ganz gute Highschool-Karriere gehabt in der Ward Lake Central. Hat sich allerdings in seinem letzten Highschool-Jahr verletzt und musste deswegen das erste Jahr auf dem College aussetzen. Als Redshirt-Freshman ist er dann gestartet mit 5 Spielen, war da wirklich eher erstmal Backup als Redshirt. Dann in seinem zweiten Jahr war er dann schon öfter wieder unterwegs, hat 13 Spiele gemacht, 22 Tackles, 3 for Loss und 1,5 Sacks. Auch in seinem zweiten Jahr, beziehungsweise dann dritten Jahr, aber das zweite, wo er gespielt hat, war er schon ein bisschen besser unterwegs mit 34 Tackles, 7 for Loss, 4,5 Sacks und 3 Forced Fumbles. Da hat er sogar das Team mit angeführt. In seinem letzten Jahr, und auch da muss ich sagen, gab es widersprüchliche Statistiken, komischerweise. Ich habe jetzt die offiziellen von NFL.com genommen, war Captain seines Teams, hat 12 Games gespielt, alle als Starter, 23 Tackles und hier kommt jetzt das erste Mal eine Statistik, die schwankt zwischen 7 und 9 Sacks. Ich habe die offiziellen Zahlen genommen von NFL.com, 7 Sacks, Pro Football Focus hat zum Beispiel 8 Sacks genommen. Who knows? Irgendwas da. Ganz genau. Er war auch dann in der im Team von der Atlantic Coast Conference, im All-Pro-Team. Und das zeigt dann auch, er hat sich über die Jahre im College immer wieder gesteigert. Also seine Zahlen sind jedes Mal wieder besser geworden. Und dann hat auch sein Coach gesagt in einem Interview, das war von Edetag Anbo, wirklich die große Stärke, sich immerzu zu verbessern und nicht aufzugeben. Er hat auch gemessen von der Highschool bis zum College Ende 60 Pfund zugelegt an Körpermasse. Oh. Und damit
kommen wir auch zu seiner großen Stärke, weil seine große Stärke ist wirklich seine Physis. Über die kommt er auch spielerisch. Technisch ist er wirklich, und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen Schlechtes auch mit reinzuringen, er ist technisch nicht der Allerbeste, aber in der Physis ist er ein unheimliches Monster. Seine Vertical waren zum Beispiel sehr, sehr hoch. Leider war sein 40-Yard-Dash darüber über 5 Sekunden. Also er ist wirklich etwas langsam. Und das sind auch seine Probleme. Wenn er geblockt wird und er muss über außen kommen, schafft das nicht zum Quarterback. Schafft er wirklich nicht. Er ist ein richtig starker Bullrusher. Das ist seine große Stärke. Und das kommt seinem physischen Spiel halt auch echt entgegen. Er ist wirklich groß und hat die perfekten Maße wohl für seine Position. Da wissen Kevin und jetzt leider Micha ist ja nicht mehr da, wahrscheinlich mehr, ob das wirklich so stimmt, so vergleichbar mit anderen auf seiner Position als Edge. Wenn der wirklich in Bewegung ist, ist der einfach schwer zu stoppen, der Typ. Ne? Er ist auch schnell auf den Füßen und er ist, so hat welche Seite, weiß ich nicht mehr, wer es geschrieben hat, ich glaube PFF oder so, ist oft der Erste beim Snap, der Kontakt hat mit seinem Gegenspieler. Der ist da wirklich ganz schnell. Schwache Technik, habe ich ja schon gesagt, kann er nicht über die Physis kommen, hat er Probleme. Er ist ein bisschen unbeweglicher und gerade bei Richtungswechseln hat er so ein bisschen seine Schwächen. Lässt sich dadurch auch einfach zu weit nach außen schieben und wie ich vorhin gesagt habe, er ist langsam, kommt da über außen, schafft das nicht zum Quarterback. Also Speed Rush eher nicht mit ihm. Er hat noch ein weiteres Problem, er ist super unkonstant. Dank Kevin bin ich jetzt auch bei PFF mit drinne, danke. Gestern gab es da so einen schönen Rabattcode. Und da habe ich den nur gesehen, nicht anbieten. Keine Werbung. Er hat wirklich Spiele, da hat er unter 60 ein Grade gekriegt, aber dann wieder Spiele, wo er locker über 80 rüberkommt. Also so zwischen Genie und Wahnsinn, sage ich mal, gibt's alles bei ihm. Ne? Und wenn er das vielleicht ablegt, dann haben wir echt einen geilen Typen. Das größte Problem, was ich bei ihm gesehen habe, und das ist mir vor allem im Spiel gegen das Boston College aufgefallen, wenn der wirklich beschäftigt ist mit dem O-Liner, dann verliert er auch schnell den Ball aus den Augen. Da passiert es ganz oft, wenn auf einmal der Quarterback den Ball nicht mehr hat, sondern ihn übergibt an den Running Back, das kriegt er gar nicht mit manchmal. Das ist total, also echt wirklich prägnant war es beim Spiel gegen Boston College, das könnt ihr euch mal angucken auf YouTube. Da gab es manchmal Szenen, da war wirklich so, oh, endlich vorbei, guckt. Ja, aber was ist denn jetzt los? Wo ist der Ball so in etwa? Also diese Vision, die musste er wirklich noch verbessern. Dann habe ich noch ein Statement gelesen von jemandem, der hat dann gesagt, er hat wirklich riesiges Potenzial und könnte zu einem wirklich Star-Edger werden, hat aber ebenso das Potenzial, ein richtiger Bass zu werden. Es hängt jetzt alles ein bisschen an Ogundeji, wie er seine Entwicklung nimmt, sage ich mal. Er hat jetzt die Chance, unter NFL-Coaches wieder was zu lernen, vielleicht auch ein bisschen an seiner Technik zu arbeiten und vielleicht auch ein bisschen dieses Unkonstante rauszukriegen und wirklich nicht immer unterzutauchen in manchen Spielen. Und wenn ja, wir sehen das ja bei den schönen Videos wirklich, und wenn er das hinkriegt und wirklich seine volle Physis ausspielen kann, dann stoppt er alles. Dominik, kurze Frage. Wie lang hat er jetzt College gespielt? Wie viele Jahre? Er war 4 Jahre auf dem College. Volle 4 Jahre also? Ja, er war die vollen 4 Jahre drauf. Wie gesagt, sein erstes Jahr hat er ein bisschen Probleme gehabt und war verletzt, konnte da überhaupt nicht spielen. Er wurde dann ein bisschen rangeführt mit 5 Spielen. Und im letzten Jahr war er dann auch Captain im Team. Das finde ich, und das hatten wir ja, glaube ich, schon mal besprochen, kurz nach dem Draft, dass wir unheimlich viele Spieler gedraftet haben, die Captain in ihrem Team waren. Ja. Mhm. Das wahrscheinlich zeigt auch wieder die Einstellungssache. Das zeigt wahrscheinlich wieder die Einstellungssache. Hoffentlich kann der junge Mann sich noch entwickeln.
Das Entwicklungspotenzial ist wirklich da, wenn der an seiner Technik noch arbeitet und sich nicht sofort nach dem ersten Kontakt, also wenn der einmal gestoppt wird und er seine Physis nicht ausspielen kann, dann ist für ihn der Snap bisher wirklich immer vorbei. Der kommt nicht vorbei durch die Technik. Der muss wirklich mit einem Bullrush den überlaufen, den O-Liner. Dann ist der wirklich unaufhaltsam und echt ein geiler Spieler. Aber sobald er ein bisschen über Technik kommen muss. Konnte man gerade in den Highlights sehen, dass er wirklich den Gegenspieler frontal nimmt, ja, und dann innen entlang, ja, das, was du meinst, wenn er außen lang, zumindest bei diesen Highlights, war es gut zu sehen. Und zu den Sacks, Herr Brummer, sagt es auch nochmal, PFF zählt keine halben Sacks, für die bekommen statt zwei Spielern einen halben, jeder einen ganzen Sack. Ja, also nur nochmal, warum das so Diskrepanzen gerade zwischen NFL und PFF gab. Danke für den Hinweis, wussten wir zumindest. Also es waren ganz, ganz viele Seiten, die unterschiedliche Statistiken hatten. Also wirklich zwischen 6 und 9 war alles dabei. Da muss man wahrscheinlich erstmal in der Legende nachgucken, wer wie was zählt. Silke, sorry, du wolltest noch was sagen? Alles gut. Ich wollte nur sagen, Technik kann man erlernen, Physis nicht. Also von daher, nein, kann man ja zumindest das Beste hoffen, dass er die Technik sich noch aneignet und dann das wird, was wir in ihm hoffen zu sehen. Oder er wird halt so eingesetzt, was halt seine Stärken sind, was ja Dean Pease ja so ein bisschen immer wieder angesprochen hat, ja, dass er ihn in Situationen bringt, wo er quasi seine Stärken ausspielen kann und nicht eben dann den Speedrush über außen ziehen muss, wenn er es eh nicht kann. Also ich denke, da wird dann hoffentlich das Coaching auch ein bisschen was das tun. Das ist ja auch die Stärke von Coaching, sage ich mal. Und zwar dem System den Spielern anpassen und nicht umgekehrt. Ja. Ne? So sollte es sein. Ja, so sollte es sein. Wo wir gerade auf der Defense-Seite des Balls in unserem Team sind und auch schon vorhin über einen entlassenen Spieler gesprochen haben. Wir haben wieder Bedarf auf der Edge-Position, aber derbe. Auch vorher fand ich uns nicht gut aufgestellt, aber jetzt muss man nochmal gucken. Ne? Naja, da Dante Fowler ja total abliefern wird. Und ja, aber das ist ja nur eine Seite, du brauchst zwei Seiten. Ja, und Ogundeji wird ja Technik lernen, hat ja Silke gerade schon gesagt. Von Fowler, ne? Ja. Ja, ist doch egal von wem. Aber jetzt mal ehrlich, da müssen wir was machen. Also sehe ich noch schwarz für die Saison. Ey. Danke auf jeden Fall, Dominik, für die Ausarbeitung. Sehr, sehr interessant. Schöner kleiner Deep Dive. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt nächste Woche mit wem dann dran? Oder wer kommt als nächstes? Der gute Avery Williams. Williams, unser Cornerback. Unser Cornerback, ja. Nutzen wir doch ganz kurz nochmal die Gelegenheit und weisen auf unsere Website hin und vor allen Dingen auf einen neuen Button, den wir quasi jetzt installiert haben. Und zwar geht es da um unseren Discord-Server. Wer Lust hat, darf gerne über unsere Seite AtlantaFalconsGermany.com, hier ist hier unten auch nochmal eingeblendet, gerne auch auf unseren Discord-Server springen. Wir haben da auch ein paar allgemeine NFL-Kanäle, wo wir uns mit allen kreuz und quer aus den NFL-Regionen unterhalten. Und dementsprechend seid ihr herzlich eingeladen, da mit drauf zu kommen. Wer nicht noch genug Discord-Server hat, kann sich jetzt noch einen dazu holen. Daneben der Button auch für die Facebook-Gruppe. Ja, wobei das ist so wirklich mehr eine reine Falcons-Gruppe an sich. Aber auf dem Discord-Server könnt ihr auch euch gerne ein bisschen rumtummeln, wenn ihr ein bisschen über Football quatschen wollt. Ansonsten sind hier auch nochmal unsere Handles zu sehen. Ja, auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Jeweils gerne zu folgen, wenn ihr ein bisschen mehr über uns erfahren wollt. Jetzt schreibt hier unten nochmal vom Kommentar und ich muss ganz kurz das Brand hier wegnehmen, sonst gibt's hier Überlagerungen. Woche 9 und 18 werden hart. Das sind jeweils die letzten Spiele der ersten und zweiten Hälfte gegen die Saints. Sind wir mal gespannt, wie es wird. Ja, jeder hat ja hier so seine eigene Idee, wie das gegen die Saints aussehen wird. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich knifflig. Gut, gehen wir in die letzte Region. Endlich mal gewinnen. Ja, Ask Us Anything. Die Fragen aus der Community, wir haben 3 Stück. Ja, nett und knackig. Und die, denke ich mal, können wir vielleicht auch entspannt und kurz beantworten, ohne jetzt viel zu weit auszuholen. Warte, jetzt kommt hier noch ein Kommentar. Achso, so, fangen wir an mit der ersten Frage. Warum liebt ihr die Falcons? Das ist
Das ist wo fängt man an? Oder? Wo fängt man an? Mal ganz Silke fängt an. Silke fängt an. Ich fange an. Ladies first. Gibt viele Gründe. Also ich bin Fan von den Falcons geworden, weil gerade die Falcons, ich so, obwohl ich in der Saison eingestiegen bin, wo sie den Super Bowl gespielt haben, trotzdem, und Matt Ryan ja MVP wurde, trotzdem sie so ein bisschen underrated waren. Also die haben das nicht so an die große Glocke gehangen. Die haben, Matt Ryan ist so ein bisschen der nicht so der Poser, was ich sehr mag. Und auch Julio Jones damals war niemand, der so sich so in den Mittelpunkt gedrängt hat. Das fand ich immer bei den Falcons super sympathisch. Dann kommt dazu geiles Logo, cooles Maskottchen, sympathischer Besitzer, der ja gerade auch hier zum Philanthrop des Sports gekürt wurde. Das sind alles so Kleinigkeiten, die damit reinspielen. Also die sind einfach alles in allem, finde ich, eine sehr sympathische Franchise und deswegen bin ich Fan der Falcons. 2016, 15, 16, als sie quasi Super Bowl gespielt haben, aber nicht aus Mitleid letztlich, oder? Nee, überhaupt nicht. Nein, okay. Also ich bin am Anfang der Saison eingestiegen, also nicht dann erst am Ende. Okay, sozusagen. Okay, gut. Ja, sehr gut. Darf ich fragen, über welches Medium? Über welches, also jetzt muss ich die Geschichte ausholen. Nee, welches Medium? Also war das jetzt so der Klassiker RAN-Sat 1, Pro7, sowas? Oder bist du irgendwie über jemand anders damit reingekommen, zufällig? Also eher über jemand anders mit reingekommen, über die Norde steht Mustangs sozusagen, als drittklassiger Football-Verein, der den es jetzt schon nicht mehr gibt. Da war eine Freundin von mir Cheerleader und oder ist noch Cheerleader und ich kannte da einen Spieler und da hat man sich da so angenähert und dachte, so ja, eigentlich ein geiler Sport. Und dann hat man halt regelmäßig sonntags Football geguckt und dann habe ich halt festgestellt, ich mag die Falcons. Großartig, sehr schön. Wir kriegen ein kleines Lob aus der Saints-Ecke. Ja, sympathische Podcast-Crew. Reicht das, um diese Falcons sympathisch zu finden? Ja, Herr Brummer, klares Ja. Immer. Ja, klares Ja. Ja, und danke. Man kann es auch wiedergeben, sympathischer Saints-Fan. Soll es nicht unbedingt alle sein, ja, aber gibt es wahrscheinlich unter den Falcons auch ein paar Miesköpfe, die man nicht unbedingt sympathisch findet. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dienstags immer mit dabei bist oder vielleicht auch diesen Freitag, das hast du verpasst am Anfang, gibt es auf jeden Fall über den Tellerrand mit den Rams dieses Mal. Ja, also wenn du da ein bisschen Interesse hast, unbedingt einschalten. 17 Uhr wahrscheinlich, kommt aber noch in Social Media, wird bekannt gegeben, wann wir uns da treffen werden. Und hier gibt es auch nochmal ein großes Jahr von Alex Wurzer. Natürlich. Ja, warum soll man uns nicht sympathisch finden? Ja, also wir sind ja die Falcons und nicht irgendjemand anders. Gut. Okay. Nico, beantworte du noch die Frage, warum liebst du die Falcons? Oder liebst du sie überhaupt? Ich denke, ich habe die Story schon des Öfteren hier erzählt und werde mich daher kurz fassen. Bitte. Auch die 2015er, 16er Saison. Ich war ein Neuling im Football, gerade erst angefangen, den Sport richtig zu gucken. War ein Carolina-Sympathisant. Und dann haben die Falcons die Panthers in Charlottesville weggeputzt. In der Saison wurde auf Pro7 übertragen, soweit ich mich noch erinnere. Ich fand das Trikot unfassbar schön, das Logo unfassbar schön. Die Kombination von Matt Ryan und Julio Jones hat abgeliefert bis zum Gehtnichtmehr an dem Tag. Es war aber nicht das Thursday Night Massacre, es war ein anderes Spiel. Danach wurden die Falcons noch ein paar Mal auf Pro7 gezeigt und ich fand den Georgia Dome wunderschön. Ich fand die Stimmung geladen in dem Stadion richtig fantastisch. Das Rot fand ich unfassbar genial. Also ich bin auch ehemals Bayern-Fan, muss ich sagen, an dieser Stelle. Boah, das wird ja immer besser. Ja, und da habe ich so ein Faible für rote Trikots und unsere roten Farben. NFL Deutschland hat die Tage gefragt, welche Franchise hat die schönsten roten Trikots, ne? Ja. Keine Frage. Einfach herrlich. Logo herrlich. Die Chiefs, ne? Nee. Wir haben viel, viel Lob gekriegt, auch von anderen Fans aus anderen Rubriken, die klar gesagt haben, ich bin kein Falcons-Fan, ich bin Saints-Fan, ich bin, Seahawks-Fan, aber Falcons-Rot deutlich das Beste von denen da gewesen. Ich glaube, da waren dabei die Bills und aber da ging es auch Chiefs. Um die Helme, ne? Also es war einmal die Helme. Nee, das war davor. Die Helme war davor. Wir hatten beide, das fand ich auch sehr interessant. Es gab doch diese Abstimmung ganz kurz nebenbei über unsere die Throwback-Helme und welcher Verein wohl das Beste hätte. Und da war so ein Fantasie-Remake oder wie das aussehen könnte für die Falcons, diese roten Helme von früher mit dem neuen Logo. Ziemlich krass sah das aus. Nee, so Fantasie war das gar nicht, weil das war ziemlich dem alten Logo angepasst. Das war nur ein neuer Helm.
Ja, der hatte auch oben den schwarz-weißen und goldenen Streifen. Ja, und das war das alte Logo drauf. Also das bis 2002 Logo drauf. Also es sah nur sehr modern aus, aber es war eigentlich dem alten recht, recht nachempfunden. Ja. Können wir bald zwei Throwback-Games machen. Einmal mit dem schwarzen Jersey und schwarzen, einmal mit dem roten Jersey und roten Helm. Hätte ich nichts gegen. Ich mag aber tatsächlich das Schwarze dann doch etwas mehr. Ich finde, das wirkt edler als die alten roten Throwback-Trikots. Aber ja, auch die sind fantastisch. Also das alte Logo ist echt geil. Echt geil. Sehr schön. Sehr schön. Vom Miezekätzchen zum Falken. Großartig. Kevin, deine Liebe. Wir haben Dominik jetzt zwei Reifen übersprungen, ist ja nicht schlimm. Nö, wir laufen zickzack. Alles gut. Ich habe 2015 angefangen, die Falcons zu verfolgen in der ersten Shanahan-Saison als Offensive Coordinator. Und ich natürlich, was fällt am meisten auf mit Ryan und Julio Jones? Also Julio Jones hat ja damals seine Rekordsaison gehabt mit über 1800 Yards, war das, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es war die. Und dann ist natürlich, also man guckt irgendwie da drauf, denkt so, boah, die Trikots sind geil, Wappen ist geil, die haben sehr, sehr attraktiven Offensive Football. Das war schon immer bei mir so, Defense kann ich leider nicht so viel mit anfangen, finde ich nicht so interessant. Offense, also offensive Spektakel bin ich immer dafür, auch wenn es mal nach hinten losgeht. Und so kam das eigentlich. Also 2015 angefangen zu verfolgen und ab 16 jedes Spiel nie eins verpasst. Mehr gibt es eigentlich gar nichts so zu sagen. Dann ist das irgendwann natürlich auch hier durch die Community natürlich nochmal stärker geworden. Das ist ganz klar. Die Liebe wird immer stärker. Yeah. Passender Übergang zu Amore, Amore, Domenico. unsere Italiano. Sag doch mal, was ist bei dir die große Liebe gewesen? Bei Nico klang das so ein bisschen nach If you can't beat them, join them. Dann wäre ich ein Patriots-Fan. Naja, aber du hast das Spiel geguckt. Die Patriots ist ja auch egal. Was. Ich halte mich nämlich auch kurz. Und zwar, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erzählt, lustigerweise im gleichen Jahr wie Kevin, auch 2015 hat es bei mir angefangen. Ich war in Florida, Westseite Floridas, und die haben gegen Tampa Bay gespielt und Julio Jones hat unfassbar rasiert einfach. Und wie es für einen Football-Neuling wahrscheinlich eher ist, eben die Offensive, wie Kevin es auch angesprochen hat, als Neuling, klar, da denkst du dir, Touchdown hier, Touchdown da, was ein geiler Catch. Und so hat es halt angefangen und dann habe ich mich ein bisschen mit den Falcons auch beschäftigt. Fand auch wirklich tatsächlich, jetzt ohne Flachs, die Arthur Blank total sympathisch. Man hat sich ja so die ganzen Owner dann mal angeguckt. So, dann guckst du dir, kein Disrespect, aber Jerry Jones zum Beispiel an und denkst dir so, Und so kam es einfach. Und dann ist man bei den Falcons hängen geblieben und macht das jetzt hier einfach so mit. Nein, du kannst es ruhig ehrlich sagen, dass du gezwungen wirst. Ja, also ich habe, wir haben ja einige Druckmittel, die können wir natürlich jetzt nicht preisgeben. Ja, aber das ist reiner Zwang, den du hier erleben musst. Nein, Spaß. Aha. Ich werde hier seit Januar mitgeschliffen einfach. Also das ist Wahnsinn. Aha. Nein, wir führen das nicht aus, das geht in die falsche Richtung. Gut, dann komplettiere ich auch mal kurz die Runde und sprenge sie, was das Jahrtausend angeht. Alles 15er Jünglinge hier. Ja, 96 schon, für die, die es noch nicht wissen. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal gesagt. Ja, aber ich komme halt aus der letzten Jahrtausend-Fraktion 96 über meinen besten Kumpel damals, Washington Football Team Fan, in der Tat auch mein erstes Spiel gewesen, was ich 2001 in Amerika gesehen habe, Monday Night Dallas gegen Washington, aber 96 eben, und da war der Spieler, der entscheidende Jamal Anderson. Ja, umso mehr haben wir es gefeiert, als Jamal Anderson unser kleines Mock-up für den Super Bowl, die Kansas City Falcons quasi retweetet hat. Das haben wir echt groß gefeiert. Das war mein Star damals. Chris Chandler, Terrence Mathis, ja, Tuggle sogar noch gesehen. Ja, Jesse Tuggle haben wir ja gehört. Von daher bin ich auch selber zum Football spielen gekommen dann später und witzigerweise, ohne es zu wissen, in die Safety-Position gedrückt worden, weil es gab schon genug Receiver und Offense-Waffen. Also du machst jetzt quasi Safety, ja, und so eben bei den Falcons geblieben. Logo, Farben, das ist alles das, was da so rum. Wir haben vieles schon gesagt, was da mit reinkommt. Und natürlich jetzt
letztlich auch diese Community. Könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwo anders hinzugehen, obwohl es mit Sicherheit auch woanders gute Communities gibt, aber da sind die Falcons auf jeden Fall die Besten. Also, Herr Brummer, da nochmal definitiv nicht nur die Podcast-Crew, sondern auch die gesamte Falcons-Community sehr, sehr zu empfehlen und sehr, sehr sympathisch. Also, da kann man auf jeden Fall Kontakte knüpfen. Wir beißen nicht. Nico, du doch? Ja, wir haben alle etwas vergessen, was uns auch sehr an die Falcons gebunden hat. Und uns hat enger zusammenrücken lassen. Und das ist eindeutig auch der verlorene Super Bowl. Da habe ich mir auch gedacht, jetzt erst recht. Doch, für viele ist das auch ein Grund. Also, richtige Fans, die bleiben dann da bei dem Verein. Die ja, machen, ich hab 98 schon verlorene Super Bowl gesehen. Ja, natürlich, du wohl. Aber wir sind jetzt alle, die sonst in der Runde sind, sehr junge Fans. Und wie viele du bist der Jüngste, ja. Bleiben dann nicht mehr dabei bei der Franchise. Oder weiß ich nicht, gehen woanders. Und ach, ich werde Patriots oder Seahawks-Fan, ich spiele eh viel besser. Ist so langweilig. Also, dieser Erfolg, diese typische Erfolgsfangabe, das haben wir hier alle nicht. Und ich denke, das ist auch ein Grund, was uns noch irgendwo enger an die Falcons auch geschweißt hat. Und wer mir da widerspricht, der ist nicht mehr mein Freund. Wir wollen jetzt nicht in abstürzende Floskeln verfallen, weil das ist haucheng. Haucheng, dass wir jetzt in die Richtung gehen. Deswegen finden wir die Kurve und gehen zu Frage 2. Wer im Kader ist overrated und wer ist underrated? Wo wollen wir anfangen? Kevin vorne wieder? Ich muss der Dominik eigentlich widersprechen, ne? Overrated. Ah, nee, tut mir leid. Dante Fowler. Overrated. Und underrated Chris Lindstrom. Generell O-Liner, aber Chris Lindstrom wird nicht wahrgenommen in der NFL. Dominik? Halt dagegen. Nein, tue ich nicht. er ist aber auch nicht overrated. Also wirklich overrated. Wir haben ja mittlerweile so ein Team, wo du, glaube ich, keine Geheimnisse oder jemandem was vormachen kannst letztendlich. Und overrated. Boah, mit overrated tue ich mich wirklich, wirklich schwer. Ist schwer. Nicht, weil ich jetzt sage, alle Falcons sind so gut, aber ich man muss ja alleine mal, wo fängt overrated an? Die ganzen Medien, ich sehe in den Medien keinen Spieler, der zu hoch gehypt wird von den Falcons einfach. Oder auch irgendein Falcons-Fan, der sagt, der und der ist mega gut, obwohl das nicht stimmt oder so. Vielleicht geht's wirklich irgendwo in die Richtung Dante Fowler, obwohl das hätte ich eher zur letzten Saison gesagt, dass er letzte Saison zu overrated war. Mittlerweile traut einem niemand ja mal was zu. Ne? Und wirklich underrated ist eigentlich auch niemand. Alle müssen es noch beweisen. Ne? Na, schwierig. Ich würde mich da auch schwer tun. Nico, hast du jemanden, wo du knallhart sagen kannst? Knallhart nicht. Wie ihr schon gesagt habt, ist schwierig. Overrated ist die falsche Begriffserklärung dafür, aber Isaiah Oliver. Ich mag ihn nicht. Ja, also, dass er immer noch da ist. Er hat geheiratet. Ihr kriegt die neue Position. Mike Davis hat auch geheiratet, Leute. Ja, also Glückwunsch. Echt? Ja? Mike Davis hat geheiratet. Ja, ja. aber Oliver auch, oder? Auch. Ja. Von Davis weiß ich. Ja. Olukon war da. Ja, endlich hat da mal jemand beziehungsweise etwas abgefangen. Ja, mal gucken, wie die neue Position ist. Nico, es läuft heute aber auch überhaupt nicht bei dir. Es tut mir leid, ey. Ich glaube, es saß noch nicht einer heute. Wo ist denn der Mute-Button, wenn man ihn braucht? Mann, okay. Ich habe immer nicht Center gesagt heute. Auch jetzt habe ich es, egal. Ja, nur zu spät. Vorbei. Piep, du wolltest ausblenden. Nah. Underrated. Ich finde, irgendwo natürlich dafür, dass er so viel Hate bekommt mit Ryan, aber das kann man auch nicht wirklich sagen, underrated in dem Sinne. Aber natürlich auch ein Chris Lindstrom, Grady Jarrett, der wird auch immer noch zu wenig appreciated, finde ich, dafür, dass er seit Jahren so krass abliefert. Aber so richtig einen, wo ich für dich voll und ganz sage, ja, der ist underrated, der ist overrated, habe ich jetzt noch nicht, müssen wir ein bisschen in die Saison gehen und gucken. Muss man vielleicht noch abwarten, muss man sich auch nicht festlegen. Silke, hast du vielleicht, wo du sagst? Ich finde es genauso schwierig, gerade overrated, underrated, muss ich tatsächlich auch gestehen, dass viele Spieler, die wir haben, einfach nicht für das gewürdigt werden oder nicht so hoch bewertet werden, wie sie eigentlich laut Zahlen sein müssten, ob das Matt Ryan ist, ne? Und ich hoffe so ein bisschen auch, dass Russell Gage gerade diese Saison nochmal
beweist, dass er eigentlich auch mehr kann, als sie ihm zutrauen. Man darf bei Russell Gage nicht vergessen, der war nach der Bye Week auf dem Weg zu einer 1000-Yard-Saison. Ne? Allerdings, allerdings. David ist mit drin, unser Livestream-Member unserer Podcast-Crew. Matti ist definitiv auch underrated. Für die Leistung bekommt er definitiv zu wenig Anerkennung. Also da haben wir auf jeden Fall noch etwas, was möglicherweise passen könnte. Passt auf, Hull. Olukon? Hat er davor in den Comments noch gesagt. Underrated hat er davor gesagt, ja. Gage, Olukon und Olesen. Olesen hat nicht... Zirkas Berlin, natürlich. Das Trikot. Pass damit auf, Dominik, ist er wieder weg. Dann ist er wieder weg. Letzte Frage. Und ich glaube, die können wir ganz schnell beantworten. Welcher Falcon hat in 2021 am meisten zu beweisen? Silke. Paula. Entschuldigung. Paula. Ja. Jetzt hör doch mal auf, Mensch. Ja, ja. Ich finde, Kyle Pitts muss erstmal das, was alle denken, dass er am meisten leisten kann, erstmal tatsächlich auch beweisen, dass er das wirklich drauf hat. Also ich glaube, er wird's, aber ich glaube halt auch, dass viele Augen auf ihn gucken und dann ist es, finde ich, immer noch mal ein bisschen schwieriger, anstatt wenn das jemand ist, wo die Augen nicht auf ihn gerichtet sind. Da muss man auch wieder Olukon reinwerfen. Der möchte unbedingt einen großen, fetten, neuen Vertrag haben. Muss er mal beweisen, dass er auch Back-to-Back kann. Ne? Also nicht nur eine Saison abliefern, sondern auch die nächste. Und in kleinen Teilen, aber wirklich nur in kleinen, weil er hat es eigentlich letzte Saison schon bewiesen, Kevin Ridley, dass er es halt ohne Julio Jones auch hinbekommt. Aber das in kleinen Teilen, weil er hat es eigentlich schon bewiesen. Gar nicht im Negativen, sondern halt im Positiven. Also das ist ja jetzt ja, nicht ja, irgendwie genau, genau. negativ unterstrichen, sondern im Positiven, was man ihm zutraut und was mit Sicherheit auch passieren wird. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall was kommen. Nico hat bestimmt auch noch einen, den er nennen möchte, oder hat er schon? Wir haben einige, Mike Davis, Oliver, natürlich auch Fowler, aber hier nenne ich mal Matt Ryan auch wieder, weil er wieder ein neues System hat, was er lernen muss, weil er immer noch die Kritik hat, auch in unseren eigenen Fanreihen, die immer noch gegen ihn wettern, egal was für Zahlen er zustande bringt, egal was er fürs Team leistet. Er steht also wieder unter Druck, 36 Jahre alt, der soll in Rente gehen, sagen viele. Matty, zeig's ihn. Aber richtig. Matty, zeig's ihn. Aber richtig. Ich werf sonst noch mal einen rein, Dion Jones. Denn ich finde, Dion Jones hat letztes Jahr nicht so gut gespielt, wie es hätte eigentlich sollen. Ja. Mit Olukon natürlich. Ja, es ist natürlich schwer, aber ich finde, Dion Jones ist nicht auf dem Niveau, was er gerade im Super Bowl in der Season hatte. Da was ist halt das als Leistungsverhältnis so ein bisschen, ne? Ja, da genau. Ist das Etikett drauf. Genau. Ja. Definitiv. Das macht es wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen schwieriger, weil er eben so fett in den Zahlen jetzt drin ist. Aber, und das ist ja auch etwas, was wir, ich glaube, vor 2-3 Wochen besprochen hatten, scheme-bedingt, wie die Blitze ja angeordnet wurden, sind ja viele verpufft auch. Und da habe ich auch einige Male und ich gucke halt auch gerne lieber mehr auf die Defense, die Defense ist für mich eher das Herausragende. Ja, da sind also einige Sachen so missglückt, dass man immer wieder mit den Augen gerollt hat und gesagt hat, was macht Dion Jones da eigentlich jetzt schon wieder im Niemandsland? Ansonsten ist er, und da muss man keine Frage drüber erheben, ein sehr, sehr schneller Spieler, der immer schnell zumacht und eigentlich auch ein sicherer Tackler ist. Also ansonsten mache ich mir da keine großen Sorgen. Aber da ist er ein bisschen verblasen oder verbrannt worden, in die falsche Richtung. Von daher, der musste jetzt noch mal sein, kurz zum Schluss. Von daher, werden wir mal gucken, was mit Dion Jones passiert. Definitiv. David darf es abschließen. Er hat nochmal in die Tasten gehauen. Ridley, dass er wirklich die klare Nummer 1 ist und über 17 Spiele die Rolle von Julio einnehmen kann. Pitts muss zeigen, wieso er der highest paid tight end ist und direkt einen fetten Impact mitbringen. Druck ist hoch. Werden wir mal sehen, ob er es schafft. Er hat auf jeden Fall jetzt, Social Media hat es gezeigt, eine Wohnung gefunden oder ein Häuschen gefunden in Atlanta. Denke ich mal, dass es Atlanta ist. Also haben sich artig bedankt beim Makler. Hoffentlich. Jetzt mal ehrlich, hoffentlich. Kleingeld wird sich gescheitert sein. Nein, deswegen nicht. Der Makler hat sich bestimmt aufgefreut. Ja. Benehmen sich unsere Fans mit unserem neuen Teil ein bisschen besser als letztes Jahr mit Hayden Hurst. Letztes Jahr gab es nämlich ein paar eingeschlagene Fenster und Autoscheiben bei ihm, vor allem Autoscheiben, 2-3 Mal nach verlorenem Spiel. Ja, gut, okay. Der ging so durch die Funny Shot.
Kannst du halt nie machen. Die englische Art. Anscheinend doch die englische Art. Oh je, oh je. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Nein. Zum Schluss nochmal, bevor wir hier die Schleife rausdrehen, haut doch nochmal den Like-Button hier auf YouTube. Das hilft uns auf jeden Fall. Wenn ihr noch kein Abo gemacht habt, dürft ihr das gerne jetzt nachholen. Die Glocke ist immer dazu da, damit ihr wisst, wann das nächste Video kommt. Nächsten Freitag, 17 Uhr, LA Rams über den Tellerrand. Es wird auf jeden Fall auch dort spannend und sehr interessant. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme auch in den Kommentaren. Ja, bleibt gesund vor allen Dingen, bleibt uns treu und wir sehen uns spätestens Freitag hoffentlich wieder. Ansonsten nächsten Dienstag hier bei den Atlanta Falcons Germany. Rise up, RTL. Bis dann. Bye. Ciao. Ciao.